Ich habe mir sagen lassen, dass einige von Ihnen Probleme haben mit der Prozentrechnung. Ist ja nicht schlimm. Wir sind ja unter uns. Und da sind wir da. Vielleicht gehe ich ja nochmal kurz darauf ein, wie Sie zum Beispiel jetzt hier ja, vorgehen. Ja? Also wenn Sie sich jetzt nicht ordnen möchten, ich unterstelle das einfach mal diese Show. Das wäre nämlich eine Voraussetzung, wenn wir das zuerst klären. Dort vielleicht 2-3 Minuten, bevor wir damit beginnen. Ja? Also zunächst mal Thema Nummer 8, Finanzmathematik. Und ich erzähle Ihnen dann später, also jetzt hier gerade im Laufe, was Sie jetzt hier dazu wissen müssen. Aber erstmal so eine Kleinigkeit zum Thema Prozentrechnung. Ja? Okay? Um das mal vielleicht mal zu verdeutlichen. Wenn Sie zum Beispiel folgendes Problem haben, stellen Sie sich mal vor, Sie müssen jetzt hier beispielsweise 60% von einem bestimmten Betrag ausrechnen, zum Beispiel jetzt hier von, sagen wir mal, 400 Euro. Okay, was ist das? Was heißt denn Prozent? Was heißt denn pro, also ne, auf jeweils bezogen? Ja? Heißt durch 100. Genau so ist es. Also 60% heißt 60 pro 100. Wenn Sie das jetzt hier dann ausrechnen möchten, dann ist es ja eigentlich nur ein Kinderspiel, und zwar, wenn Sie einfach nur 0,6 mit 400 Mal nehmen. Wenn Sie 0,6 mit 400 Mal nehmen, was kommt da raus? Genau, so ist es. Alles klar? Das ist, glaube ich, nicht schwer. Oder vielleicht mal ein anderes Beispiel. Warum 0,6? Ja gut, 0,6 deshalb, weil 0,6 ja natürlich, gut, schreibe jetzt mal hin, 6 Zehntel sind, oder beziehungsweise 60 durch 100. Okay? 60 geteilt durch 100 heißt ja im Prinzip 60 pro, also geteilt durch Prozent, und Cent heißt 100. Wissen Sie das vielleicht noch? Ja? Okay, das bedeutet also, das ist ja 60%, so schreibt sich das. Was heißt denn Promille? Das kennen Sie, glaube ich, beim Fahren, nicht wahr? Promille heißt? Durch 1000. Ja, pro 1000. So ist es. Also 4 Promille, ja? Vielleicht, also könnten Sie ausrechnen, was ist 4 Promille von 400? Ja. Gucken wir mal. Ja, also wenn wir schon am Thema dabei sind. 4 Promille schreibt sich so, dann schreibt man jetzt hier einfach 2 Nullen da. Also zweimal so eine kleine Kreis. Das ist 4 Promille. Ja? Schreibe ich jetzt hier nur mal kurz dazu. 4 Promille. Okay. Heißt, ne, also 4 Promille heißt 4 pro Mille. Mille heißt 1000. Ja? Auf Italienisch. Ja? Oder? Was? Ne? Ja. Okay. Gut. Ja. Also das heißt zum Beispiel, wenn Sie dann irgendwie, was ist Fahrverbot? Mit? 0,5 ist schon Fahrverbot. Also Fahrverbot 1,5. Also nicht, dass ich jetzt nicht. Sie kennen sich aus. Alle 0,5 gibt es Probleme. Okay, was heißt 0,5 pro Mille? Was heißt wieso Promille? Wer weiß es? Worauf bezieht sich das? Ja. Das ist der Alkoholanteil im Blut. Genau, das ist Alkoholkonzentration im Blut. Also wenn Sie, wie viele Liter haben Sie? Mensch, vielleicht 3, 4, ne, sowas. Ne? Lassen Sie, sagen wir mal, 3 Liter sein. Was wäre dann 0,5 Promille? Wie viel Liter Blut würde dann aus Alkohol bestehen? Also nicht, ich meine jetzt nicht wie viel Blut, wie viel, also die Konzentration meine ich, nicht also was sie denn nimmt und so. Ne? Wie viel Alkohol fließt durch ihren Körper sozusagen, ne? Wenn sie 0,5 Promille haben, fangen wir mal so. Und sie haben 3 Liter Blut in sich, mal angenommen. Also normales Blut. Ne? Also, oder 3 Liter, sagen wir nicht normales Blut, sondern 3 Liter Gesamtflüssigkeit, machen wir es mal so. Also 3 Liter Gesamtflüssigkeit ist das, was durch ihr Aderchen fließt, und Promille heißt ja 0,05, das würde ja bedeuten, also ich habe jetzt mal kurz den 0,5 Promille von 3 Liter, ja. Okay, das würde mich auch mal interessieren, wie viel Alkohol da eigentlich dabei ist sozusagen, wie berechne ich das, ja gut, also Promille heißt ja im Prinzip jetzt hier auf 1000 bezogen, das heißt ich rechne dann 0,05
0,005, weil ihr habt 0,5 geteilt durch 1000 mal 3 ist das ja. Ne? Also 0,5 Promille sind 0,0. Also 0,5 geteilt durch 1000 mal 3, was kommt da raus? Also das ist ja 1,5 geteilt durch 1000, nicht wahr? 1,5 geteilt durch 1000 sind 0,0015, ne? Stimmt das? Ja. Okay. Also so viel Liter Alkohol ist da im Blut drin. Ja? Gesamtpaket sozusagen, nicht wahr? Wie viele Milliliter sind das? Ja? Das sind, ja gut, Tausendstel sind ja dann. Hm? 1,5 Milliliter. Ja, ist eigentlich gar nicht so viel. Ne? Das 1,5. Also wenn Sie sich 1,5 Milliliter Alkohol, reinen Alkohol, in den Blut injizieren, also im Blutkreislauf, ja, gut, ich meine, man muss jetzt auf die Gesamtmenge beziehen, dann haben Sie ungefähr 0,5 Promille. Aber die meinen mit einem Alkohol, der hundertprozentigen Alkohol. Bitte was? Ja, hundertprozentigen, natürlich. Also. Ja, wenn man überlegt, man trinkt jetzt hier Bier. Nein, nein, nicht Spiritus oder sowas, das meine ich nicht. Also, ja, ja, klar. Ja. Aber Alkohol in der reinen Form. Wissen Sie zufällig, was es kostet? Ich habe ja mit Chemikern gesprochen. Ein Liter reiner Alkohol kostet 600 Euro. Ja. Die brauchen das ja. Ne? Und der Grund ist halt deshalb, damit die das dann nicht saufen, ja, weil der Staat natürlich ein bisschen Steuer berechnet. Ne? Weil Spiritus ist ja auch reiner Alkohol, aber Spiritus ist dann auch was anderes drin, damit die Leute das nicht saufen. Ja. Dann ist es billiger. Gut. Okay, wenn wir schon mal die Grenze sind. Also gut, Promille werde ich jetzt nicht benutzen, aber Prozent häufig. Ne? Oder vielleicht mal ein anderes Beispiel, damit Sie sich darüber im Klaren sind. Was wäre zum Beispiel, oder stellen Sie sich mal vor, Sie wissen ja, bei Waren zum Beispiel, da gibt es ja immer 19% Mehrwertsteuer drauf. Nicht wahr? Und dann ist die Frage, was wäre der Nettopreis? Ja, also wenn Sie zum Beispiel jetzt hier, sagen wir mal, der Bruttopreis vielleicht von einem Gut 200 Euro beträgt, ja, und diese enthält, sagen wir mal, 19% Mehrwertsteuer, okay, dann ist die Frage, was ist der Nettopreis? Okay, Fragezeichen. Können Sie sowas ausrechnen? Ja. Okay, aber vielleicht noch mal kurz zum Info, ja. Enterprise, ich glaube, das wäre 100, das durch 119 mal 300. Also, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht mal. 119 sind, Prozent sind 200. Und jetzt wollen wir 100% ja. Ja, ja, warten Sie kurz. Also 200 Euro ja entspricht ja im Prinzip jetzt 119%, ja, so ist es. Und dann ist, gucken Sie mal, dann ist die Frage, wie komme ich jetzt hier von 119% auf 100 Euro runter, indem ich? Also man muss, also ich hätte das jetzt, 1% sind 2 Euro, 19% sind 2 mal 19 und dann minus 200. Nee, weil dann haben Sie eine andere Bezugsgröße. Der Preis, der jetzt hier rauskommt, ist, also das ist jetzt nicht der 100% von also 200 Euro sind nicht 100%, ah, sondern 119%, deswegen habe ich nochmal hingeschrieben. Um das jetzt hier zu machen, müssen Sie einfach nur durch 119 mal 100. Nee, also durch 1,19. Das ist doch vielleicht einfacher. Ja, also ich teile es einfach durch 1,19. Dann kann ich jetzt hier in dem Fall, sagen Sie mir bitte, was ungefähr, also 200 geteilt durch 1,19 ist. 168,07. Also gerundet. Gerundet, ja, okay. Ja, also das heißt, ist jetzt nur die Frage, wie von hier nach da kommt, ohne weiteres und ohne dass man jetzt hier dann irgendwie herum zu albern hat. Nicht? Also das heißt, Sie haben ja quasi den Nettopreis, den erhöhen Sie um 19%. Das bedeutet, wenn Sie dann sowas haben, dann würden Sie ja im Prinzip von hier nach da zu kommen, müssten Sie ja das mit 1,19 mal nehmen. Dieses 1,19, das nennt man eigentlich auch hier in diesem Fall, weil Sie das hier dann teilen, das ist der sogenannte Diskontfaktor oder beziehungsweise dann der Wachstumsfaktor, wenn es jetzt hier auf zeitliche Erhöhung von, zum Beispiel jetzt hier von Anlagevermögen jetzt hier dann darstellen sollte. Ne?
Okay? Also woher kommt die 1 her? Weil das jetzt hier in der 19% ist, das ist die Frage. Weil sonst wäre es ja 0,19. Das kommt ja daher, dass sie im Prinzip jetzt hier 119% haben statt, statt nur 19%. Ja, das ist ja so eigentlich. Okay, aber dazu kommen wir dann nochmal später. Also so, so Problemchen sollten Sie lösen können. Und ich erwarte, dass es einfach auf Anhieb. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass das für Sie dann klar sein sollte. Ja? Okay? Ja. Das ist natürlich nicht alles, was ich jetzt hier dazu machen will. Ja? Also Sie müssen sich damit ganz vorstellen. Zunächst mal, das kennen Sie ja gerade auch aus dem Beispiel. Es gibt jetzt hier dann eigentlich auch eine sogenannte einfache Verzinsung oder letzten Endes auch eine sozusagen Zinseszins. Bei einfacher Bezinsung ist es so, dass der Zins, den Sie dann nach jeder Periode dann ausgezahlt bekommen für einen bestimmten Geldbetrag, nicht mitverzinst wird. Ja, das schreibe ich jetzt hier vielleicht noch kurz dazu. Also Definition. Bei einfacher Bezinsung. Zinsung wird die jeweilige Zinszahlung, die jeweilige Zinszahlung aus der Vorperiode nicht mitverzinst. Die Zinszahlungen werden also nicht mitverzinst. Das bedeutet, Sie haben zum Beispiel eine konstante Zinszahlung in jeder Periode. Okay, ich mache mal kurz ein Beispiel, damit Sie wissen, was ich meine. Stellen Sie sich mal folgendes Beispiel vor. Sie haben jetzt hier eine Anlage in Höhe von 100 Geldeinheiten. Okay, und Sie kriegen jetzt hier über 3 Perioden kriegen Sie eine Zinszahlung von Zinssatz, ich schreibe jetzt einfach mal dazu, von jetzt hier von, sagen wir mal, 5%. Okay. Über 3 Jahre. Okay. Ich schreibe jetzt mal kurz eine einfache Verzinsung. Über 3 Perioden schreibe ich jetzt mal dazu. Ja. Frage Sie, wie sieht dann quasi dann die Entwicklung des Vermögens aus oder wie im Endeffekt jetzt hier, wie entwickelt sich jetzt hier der Wert der Anlage über die entsprechenden Zeitpunkte? Ich zeige Ihnen das mal vielleicht mal kurz, ne, also jetzt hier, um das mal vielleicht mal kurz jetzt hier dann darzustellen, also Zeit fängt jetzt hier bei t gleich 0 an, das ist jetzt hier der Anfangszeitpunkt, das können Sie dann dazu schreiben, wir haben Sie jetzt hier quasi dann 100, nicht? Und ich habe jetzt hier einfach nur kurz hier der Gesamtwert oder beziehungsweise Wert jetzt hier diese Anlage. Also das würde natürlich dann 100 kosten. Bei einfacher Verzinsung ist es dann so, dass, ja. Die Frage, was ist einfache Verzinsung? Heißt das ohne Zinseszins? Genau, also das heißt der Zins, mit Verzins schreibt man klein, sorry, das habe ich jetzt hier, ich habe jetzt hier gepennt. Der jeweilige Zins, den man jetzt hier in den entsprechenden Perioden hat, der wird bei der nächsten Periode nicht mitverzinst. Das bedeutet, Sie müssen ja, oder Sie halten jetzt hier quasi dann bei einfacher Verzinsung, halten Sie ja nur eine entsprechende Zinszahlung auf diesen, auf diese Anlage, nämlich von 100. Ja? Okay? Das heißt, in der ersten Periode, was wäre dann der Wert der Anlage? Ja gut, Sie bekommen ja 5% auf diese 100 gutgeschrieben, nicht wahr? Und 5% von 100 sind ja 5, das bedeutet, der Gesamtwert der Anlage ist dann entsprechend 105. So ist es. Nicht wahr? Okay. Dann, meine Damen und Herren, bekommen Sie in der nächsten Periode ebenfalls 5%, allerdings nicht auf die 105 geschrieben, wie das jetzt hier in der Zinseszinszahlung jetzt hier der Fall wäre, sondern auf die 100. Und das heißt, dann ist der Gesamtwert dann der Anlage offensichtlich 110. So ist es. Ne? Sorry, da habe ich jetzt hier, das ist jetzt hier nochmal geschrieben. Und dann
zum Zeitpunkt 3? 115, genau. Jetzt ist die Frage, was wäre, oder wie könnte ich das jetzt hier dann quasi mit Hilfe einer Gleichung dann hinschreiben? Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier den Wert jetzt hier dann schreiben müsste, wenn ich zum Beispiel Kn jetzt hier dann sage, Kn ist jetzt hier der Wert der Anlage nach n Perioden. Ja? Okay, ja, also quasi der Endwert sozusagen. Wie würde ich das jetzt hier dann schreiben können? Was meinen Sie? Also ich habe ja hier dann 100, nicht? Okay, und dann? Mal was? Wie kriege ich jetzt zum Beispiel mal? Ja, ja, was ist P? Ja gut, nee, weil wenn ich jetzt 100 mit 0,05 mal nehme, dann habe ich nur 5. 1,05, genau so ist es, nicht wahr? Also das heißt, ich habe dann 1,05, weil das ist ja nämlich, ich muss ja das mit 1 noch mit dazu zählen, also, ne? Weil wenn ich das mit 1,5 mal nehme, dann bekomme ich dann von 100 105 und nicht 5, ne? Sondern ich wieder 100 und hoch wie viel? Das ist ja nämlich die Frage, ne? Hoch n, so ist es. Ne? Also so wächst ja quasi, oder nee, nicht hoch n, nein. Weil ich kriege es ja nicht mit, weil es sorry, das hat nur mal Zinseszins. Wie wächst es dann? Das ist jetzt nur für die erste Periode. Ich hätte jetzt gesagt, plus 100 ja. Mal 1,05 plus 100 mal. Nee. Oder was hatten Sie gesagt, plus? So also 100 mal ja. 1,05 plus 100 mal, also das Ganze dreimal geschrieben. Ja, aber wie? Ich meine, wie schreibe ich das denn hin? Also ich habe, lassen Sie auch, fangen wir nochmal kurz von vorne an. Ich habe, bevor ich das jetzt hier selbst versaue. Ja. Also ich will ja quasi, dass wenn Sie 0 einsetzen, 100 herauskommt. Wenn Sie 1 einsetzen, 105 herauskommt. Wenn Sie 2 einsetzen, 110 herauskommt. Und wenn Sie 3 einsetzen, 115 herauskommt und so weiter. Und das möchte ich jetzt verallgemeinert haben für n, also n nach n Perioden sozusagen. Ne? Das ist ja quasi der Endwert nach n Perioden. Wie würden Sie das dann tun? Ja, Sie haben eine Idee? N mal Klammer auf. N mal 1,5, nein. Weil wenn ich das, die 100 multipliziere ich ja nicht mit, passen Sie auf, und zwar, ich sage es Ihnen mal, also 100 mal 1 plus N mal 0,05. Das ist ja hier die Vorgehensweise. Ja? Und das ist ja immer das, was dann dazu kommt. Nicht? Okay, oder beziehungsweise Sie können das jetzt hier dann auch dann splitten, 100 mal 100 plus, wenn Sie das hier dann ausmultiplizieren, 100 mal 0,5 mal 0,05, sorry, mal n. Ja? Also jetzt hier gerade, das ist ja der Anfangswert und das ist die jeweilige Zinszahl, je nachdem. Oder 5 mal n, das ist ja vielleicht schon leichter. Ne? Und 5 mal n kommt ja jetzt hier dann dadurch zustande. Ne? Also das ist ja immer. Also dann 5. Ne? Sehen Sie das? Also 100 plus 5 mal 1, nach der ersten einer Periode 100 plus 5 mal 2, nach zwei Perioden 100 plus 5 mal 3, nach drei Perioden 100 plus 5 mal n nach n Perioden. Ja? Okay? Und allgemein, schauen Sie mal kurz, also ich schaue jetzt hier nochmal kurz dazu, Kn ist jetzt hier dann der Endwert, ja? Endwert nach n Perioden, wohlgemerkt. Ne? Ist dann eigentlich klar. Okay? Ja? Und wie würde ich das jetzt hier dann allgemein hinschreiben? Also schreiben wir uns das mal vielleicht mal vor. Also K0 ist jetzt hier der Anfangswert. Nicht wahr? Und I soll jetzt hier der Zinssatz sein. Dann kann ich jetzt hier dann entsprechend dann angeben, dass jetzt hier bei einfacher Verzinsung die Anlage oder der Endwert jetzt hier, der Anlage in dem Fall K0 mal 1 plus N mal I sein muss. Ja. Ja, also 1 plus N mal I mal K, K0, wohlgemerkt. Also es ist ja dann eigentlich auch. Ja. Okay, ja. Wie wächst es also bei einfacher Verzinsung, wenn Sie jeden nach jeder Periode sozusagen jetzt hier im Grunde genommen hier dann eine konstante Zinszahlung jetzt hier dann gut geschrieben bekommen. Wie wächst es dann? K0
das wächst dann im Grunde genommen linear mit der Zeit. Ne? Also die Anlage wächst linear mit der Zeit. Ja, ist es klar? Ja. Einverstanden? Also ohne Zinseszins. Sie schauen mich an, als ob Sie das nicht kennen. Okay. Gut. Jetzt ist die Frage, wie sieht das Ganze aus, wenn man die Zins mit, also die Zinszahlung mit Verzins bekommt. Wir müssen das jetzt mal überlegen. Okay, also ich schaue jetzt mal kurz dazu, was das bedeutet, also beim Zinseszins. Ja. Definition. Beim Zinseszins, ja, du weißt es, beim Zinseszins ist es genau andersrum. Beim Zinseszins werden die jeweiligen Zinszahlungen auch aus den Vorperioden mit Verzins in der nächsten Periode. Ja. Okay, werden. Ich schreibe einfach nur kurz, werden die Zinszahlungen. Mit Verzins. Okay. Das heißt, dort wird es jetzt hier nicht um eine konstante Zahlung in der, nach jeweiligen Periode jetzt in den Fallen wachsen in der Lage. Ja. Schauen wir uns mal ein Beispiel dazu mal an. Ja. Ich wollte nur fragen, es ist doch dann der Betrag mal 1,05 potenziert mit der Periode, oder? Gut, also genauso ist es. Das machen wir jetzt hier vielleicht dann auch klar mit dem Beispiel. Ne? Schauen Sie mal kurz. Also stellen wir uns mal vor, jetzt hier mal ein Beispiel. Wir haben jetzt hier eine Anlage. Ich sage jetzt mal wieder von 100 Geldanreiten. Jetzt machen wir zur Abwechslung jetzt hier einen Zinssatz von, sage ich jetzt hier mal, 10%. Und ich habe jetzt hier in Klammern Zinseszins. Ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier mit Zinseszinsen zu tun und die Anlagedauer soll jetzt hier in dem Fall auch 3 Perioden sein, also vielleicht jetzt hier dann auch. Ne? Also pro Periode sozusagen. Ne? 10% pro Periode, schaffe ich es immer dazu. Okay. Und die Periodendauer beträgt soll jetzt hier dann 3 Perioden sein. Ne? Also Dauer soll jetzt hier dann auch 3 Perioden sein. Und dann ist die Frage, was kommt da am Ende dann zusammen? Okay, ja. Gut, das schauen wir uns jetzt hier vielleicht nochmal kurz dann an. Also hier für die jeweiligen Zeitpunkte. Okay. Also es fängt an bei t gleich 0. Dann geht es weiter mit t gleich 1, t gleich 2. Und dann nach 3 Perioden nimmt das Ganze dann auch wieder auf. In diesem Fall. Ja. Und ich schreibe jetzt hier einfach dazu, was jetzt hier denn der Gesamtwert dieser Anlage dann ist. Okay. Der Gesamtwert der Anlage ist dann, also am Anfangszeitpunkt natürlich jetzt hier dann 100. Und wenn ich dann in der ersten Periode 10% gut geschrieben bekomme, dann ist das, schauen Sie, 100 und 110, weil das sind ja gerade 10%. Ne? Sehen Sie? Was kriege ich aber in der nächsten Periode? Dann kriege ich ja die 10% von nicht von 100, sondern von 110. Das sind ja nämlich 11 Geldanheiten. Ja? Das heißt, ich habe dann 121. Ne? Stehen Sie auch warum? Ja? Statt 120. Ne? 120 hätte ich bei einer einfachen Verzinsung. 121 kriege ich aber beim Zinseszins, weil ich ja die Zinszahlung von 10 Geldanheiten, die ich jetzt hier nach Ablauf der ersten Periode gehabt hatte, dann ebenfalls auch mit Verzins bekomme. Verstehen Sie? Und was bekomme ich dann jetzt hier nach 3 Perioden? So ist es. Ne? Also das heißt, ich bekomme dann die 10% von 121 Geldanheiten. Ich habe geschrieben, das sind 12,1. Das bedeutet also, ich habe dann 133,1. Genau so ist es. Ne? Gucken Sie mal, Sie sehen ja gerade hier, dass das Vermögen sozusagen jetzt hier in dem Fall immer um einen konstanten Faktor wächst, sehen Sie es? Also wenn Sie von hier nach da kommen möchten, dann müssen Sie das jetzt hier immer mit 1,1 mal nehmen. Nicht wahr? Das sind Sie eigentlich auch dazu. Wie war das eigentlich in dem Beispiel davor? Da musste ich dann immer was dazu zählen, nicht wahr? Und jetzt, ne, immer die 5 Geldanheiten, die muss ich immer dazu zählen. Und jetzt ist es ja dann so, dass ich jetzt hier in dem Fall mit
diesen Faktor, den jetzt jeder multiplizieren muss. Dieser Faktor heißt Wachstumsfaktor, schauen wir auch mal dazu. Das ist der sogenannte Wachstumsfaktor. Ne? Okay. Alles klar? Okay, sehen Sie das? Ja, also ich hoffe, dass jetzt hier diese Begriffe dann Ihnen dann quasi dann geläufiger sind. Okay. Und wenn wir das jetzt hier nämlich dann allgemein darstellen möchten, wie das jetzt hier dann wächst, gucken Sie mal in diesem Beispiel. Also Kn, also sprich das Vermögen, das N-Vermögen jetzt hier nach N-Perioden. Ja. Ja, das ist die erste Periode, das ist die zweite und so weiter. Und die dritte haben wir jetzt hier 133,1. Was wäre das Ganze jetzt hier nach N-Perioden? Ja, normal, also Sie hatten es glaube ich auch schon gesagt, 100 mal 1,1 hoch. So ist es. Ne? Genau. Wir hatten ja schon Potenzen. Ne? Also in der ersten hätte ich 100 mal 1,1, das wäre jetzt mal der erste Punkt. 100 mal 1,1 mal 1,1 nach der zweiten. 100 mal 1,1 mal 1,1 nach der dritten und so weiter, ne? Alles klar? Ist es klar? Wie würde ich das jetzt hier dann allgemein hinschreiben? Allgemein, also wenn ich jetzt hier dann nicht die Zahlung 100 gehabt hätte, sondern die Zahlung K0, dann wäre das jetzt hier dann K0 mal. Und wenn ich jetzt hier dann nicht die Zahlung, der Zinssatz von 10% gehabt hätte, sondern den Zinssatz von i, dann hätte ich hier dann 1 plus i hoch n gehabt, nicht wahr? Das ist ja im Prinzip dann auch klar. Ja? Okay? Ich schreibe jetzt hier nochmal kurz dazu, also Kn ist jetzt hier im Grunde genommen der Endwert oder der Zukunftswert, so kann man das jetzt hier dann sagen auch, ne? Zukunftswert nach Endperioden. Ne? Dann K0 ist ja quasi, ne? Das ist der Gegenwartswert. Ne? Okay, und I ist ja dann der Zinssatz. Und ich habe jetzt hier einen Wachstumsfaktor pro Periode von 1 plus I, also 1 plus I ist ja dann der Wachstumsfaktor. Wachstumsfaktor pro Periode. Ist das klar? Ja? Okay. Ja. Machen wir gleich ein Beispiel, vielleicht um das mal zu verdeutlichen. Das heißt, das sind ja im Prinzip ja hier die Sachen, die Sie ausrechnen müssen. Gucken Sie mal zum Beispiel, entweder müssen Sie den Zukunftswert ausrechnen oder den Gegenwartswert ausrechnen oder Sie müssen den Zinssatz ausrechnen oder gegebenenfalls müssen Sie jetzt hier die Anzahl der Perioden ausrechnen. Das ist jetzt hier für den Fall nochmal durch N jetzt hier dann wiedergegeben. Ja? Machen wir jetzt hier mal gleich ein Beispiel dazu. Alles klar? Okay, also wo das jetzt hier, damit es vielleicht etwas besser verständlicher ist. Ja, so ein Beispiel. Ne? Dann sehen Sie auch endlich mal eine Anwendung von Logarithmen, ne? Wenn man das jetzt braucht. Ne? Ist auch immer so eine Sache. Ja? Okay, also. Ne? Gut. Schauen wir uns mal vielleicht folgendes Beispiel vor. Und zwar, also Beispiel. Und zwar stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt hier Gegenwartswert von, sagen wir mal, von 5.000 Geldeinheiten, okay, und wir haben jetzt hier einen Zinssatz von, sagen wir mal, 5%, okay, pro Jahr, das schreibe ich jetzt hier auch mal dazu, okay, und meine erste Frage wäre jetzt an Sie, wie hoch wäre das Vermögen nach, zum Beispiel nach 10 Jahren. Wenn jetzt hier nicht dabei steht, ob es eine einfache oder eine Zinseszins oder also einfache Verzinsung oder Zinseszins vorliegt, dann gehen Sie bitte immer davon aus, dass es sich um eine Zinseszinszahlung handelt. Okay?
Alles klar? Es sei denn, es wird auch anders gesagt. Okay, das heißt, Sie bekommen hier auch stets auf die jeweiligen Zinszahlungen aus den Vorperioden, bekommen Sie dann jeweils in der nächsten Periode dann auch ebenfalls mitverzinst. Ne? Also die werden dann mitverzinst. Alles klar? Ja. Okay, also Aufgabe Teil A. Okay, Frage jetzt wäre zum Beispiel hier Zukunftswert. Das hatte ich gesagt, nach 10 Jahren. Okay. Fragezeichen. Wie würden Sie das ausrechnen? Nun, Sie brauchen ja eigentlich lediglich diese Formel hier. Das bedeutet also, wenn ich jetzt hier dann K10 ausrechnen würde, den Zukunftswert, dann setze ich ja den Gegenwartswert ja von 5000 dann ein und multipliziere das mit was? Ich multipliziere das mit, ja? 1,05 hoch? 10. Genau, so ist das. Können Sie mir ungefähr sagen, was ist das? 8144,47. Okay. Ich glaube, wenn das war. Ja. Ich kann es nicht nachrechnen im Kopf. Ja. Okay? Dann die zweite Frage könnte zum Beispiel dann sein, stellen Sie sich mal vor, Sie möchten das verdoppelt haben. Also Sie möchten ja quasi aus 5.000 Euro 10.000 Euro machen. Ja. Und Sie, mal angenommen, Sie kriegen jetzt hier dann jedes Jahr eine Zinszahlung von 5% und dann könnte man die Frage stellen, wie lange dauert das, bis sich der Gegenwartswert verdoppeln würde? Okay, wie lange dauert das? Bis sich der Gegenwartswert verdoppelt, Fragezeichen. Okay. 10.000 ist gleich 5.000 mal 1,05. Ja, also, gut, also ich sammle mal kurz, was wir dann haben. Also schauen Sie mal kurz, wir haben ja den Zinssatz von 0,05. Wir haben ja den Anfangswert, das war ja nach 5.000. Was wollen wir dann bekommen für den Endwert? Ja, Sie hat es ja richtig gesagt, sind 10.000, so ist es, nicht wahr? Und dann, also, was Sie gesagt haben, war ja komplett richtig. Also Kn ist ja gleich K0 mal 1 plus i hoch n. Schreibe ich vielleicht nochmal kurz dazu oder daneben, ne? Also dass man jetzt hier dann das auch weiß. Und dann kann ich ja hier dann auch mir dann klar machen, was noch fehlt, um das jetzt hier dann zu vervollständigen. Ne? Also das bedeutet, also 10.000 ist gleich 5.000, nicht wahr, mal 1 plus i hoch n. Achso, 1 plus 0,05, sorry, das habe ich jetzt hier verpeilt. Und das habe ich ja schon. Oder schauen wir doch gleich 1,05, wenn Sie dann gleich verstanden sind. Jetzt hier beim Schreiben. Also 1,05 hoch n. Ich glaube, da fehlt die 0 links. Das sind 10.000. Ja, das ist wohl wahr. Okay. Und das heißt, wir müssen jetzt diese Gleichung nach n auflösen, nicht wahr? Und jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Ja gut, also dann werden wir erstmal alles los, was wir nicht brauchen. Zum Beispiel jetzt hier die 5.000, die können wir jetzt hier auf der anderen Seite schaffen. Das heißt, wir haben jetzt hier dann auf der linken Seite eine 2 und da steht jetzt hier dann 1,05 hoch n. So, dann ist die Frage, wie kommen wir an dieses n heran? Das ist natürlich auch äquivalent dazu, dass das hier danach kommt ebenso. Das kennen Sie, ne? Also wenn das die Potenz ist, gucken Sie mal, das die Basis und das der Exponent, dann ist jetzt hier dann auch klar, dass dann der Exponent dann der Logarithmus von 2 zur Basis 1,05 sein muss. Das können Sie ja berechnen, zum Beispiel, das hatte ich Ihnen auch gesagt, mit diesem, ne, wenn man zum Beispiel mit ln, ne, hatten wir ja gehabt, nehmen Sie zum Beispiel ln von 2 geteilt durch ln von 1,05. Bestimmen. Das geht dann auch. 14,21. Was kommt da raus? 14,21. Okay, also 14,21. Ja, 14,21. Okay. Ja, das reicht. Also ungefähr
14 Jahre und ein Fünftel vom Jahr sind, weiß nicht, 2 Monate und 2 Wochen oder so, 10 Wochen. Ja, 10 Wochen, also ungefähr 14 Jahre und 10 Wochen. Ja. Ja, 52 Stunden. Okay? Ja, also kommt natürlich auch jeweils darauf an, wie die Aufgabe gestellt ist. Und wenn man zum Beispiel nur davon ausgeht, dass man am Ende des Jahres nur abheben kann, nicht? Dann kann man sagen, okay, da muss man 15 Jahre warten, weil nach dem 14. Jahr habe ich es noch, im 14. Jahr habe ich es erzielt. Also nach 14 Jahren habe ich es noch nicht erreicht, also erst im 15. Jahr wird es dann quasi erreicht sein. Es kommt immer darauf an, aber wenn man das jetzt hier angibt, ist es okay. Sie sehen ja gerade hier, wo man Logarithmen jetzt hier noch mitbenutzen muss. Okay? Einverstanden? Darf ich noch kurz nach der Uhrzeit fragen? Laden muss. Viertel nach heute, machen wir noch ein bisschen. Ne? Okay, dann könnte ich zum Beispiel dann fragen, schauen Sie vielleicht mal kurz hier zu, stellen Sie sich mal vor, Sie haben nach, zum Beispiel jetzt hier nach, was weiß ich, nach 20 Jahren, ja, unter diesen Bedingungen, haben Sie bei einem Zinssatz von 5%, haben Sie dann irgendwie 100.000 Euro angespart, nach 20 Jahren. Und dann ist die Frage, was haben Sie am Anfang dann angelegt dafür? Ja? Also was müssen Sie quasi heute auf den Tisch legen, um bei 5%iger Verzinsung, ne, ein Endwert jetzt hier von 100.000 Euro dann hier zu bekommen. Nicht? Also legen heute was auf den Tisch, lassen das quasi dann ruhen, warten 20 Jahre und dann nehmen Sie es dann mal 20 Jahre. Bei 5% genau das gleiche. Ne? Also das heißt, das wäre jetzt hier zum Beispiel Fragteil C, wo ich jetzt hier nach dem Gegenwartswert fragen würde. Ne? 100.000 ist gleich x, K0 mal 1. Also ich habe jetzt hier nochmal kurz Gegenwartswert nach 20 Jahren beim Zukunftswert von 100.000 Geldeinheiten, Fragezeichen, kann ich mal als Beispiel fragen. Wie könnte ich das jetzt hier dann machen? Ich kann das jetzt hier dann machen, und zwar, wenn ich mir überlege, dass K20, also nach 20 Jahren, habe ich ja, oder will ich ja 100.000 haben, okay? Ich habe jetzt hier einen Zinssatz wieder von 5%, das ist jetzt hier, da hat sich jetzt nichts geändert. N ist jetzt hier dann auch gleich 20, das sieht man jetzt hier auch schon. Und dann ist die Frage, was ist dann K0? Also was ist jetzt hier dann der Anfangswert? Das ist die Frage, wie rechne ich das dann aus? Gucken Sie mal. Und zwar, ich habe jetzt hier nochmal kurz die Formel daneben. Also Kn ist hier dann gleich K0 mal 1 plus i hoch n. Und das bedeutet jetzt hier in dem Fall, wenn ich das dann alles einsetze, dann ist der 100.000 ist gleich K0 mal 1,05. hoch 20. Ja, das ist dann auch nicht schwer. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier dann den Gegenwartswert dann berechnen will, dann muss ich jetzt hier dann 100.000 durch 1,05 hoch 20 dann teilen. Okay, alles klar? Ja? Ist das verständlich? Ja? Okay, was kommt da raus? Das interessiert mich jetzt auch mal. 37.688,95. Okay, also 37.600. 88,95. 8,95. Ja. 95, okay. Gut, also hoffentlich gibt es dann auch diese 95 Cent, die sind auch mit dabei. Alles klar? Okay. Gut. Ja. Also solche Sachen kann man jetzt hier damit machen, zum Beispiel. Ja. Gut. Fassen wir vielleicht mal kurz zusammen. Also wenn ich jetzt hier dann, schauen Sie mal kurz, um das jetzt hier nochmal kurz das zu verdeutlichen. Wenn ich jetzt hier beispielsweise bei meinem Zinseszins, ne, dann Kn ja folgendes hat, K0 mal 1 plus i hoch n, ja? Dann ist der Zinssatz i, n ist die Anzahl der Perioden, nicht der dann vergehen, und k der Gegenwartswert, und dieses Ding hier
letzten Endeffekt heißt ja, schauen Sie mal kurz, das ist der sogenannte Wachstumsfaktor. Und schaue ich jetzt nochmal dazu. Wachstumsfaktor, und zwar nach N-Perioden. Ja? Okay. Einverstanden? Okay. Sehen Sie es? Ja. Also der Wachstumsfaktor nach N Perioden, nach pro Periode war das ja 1 bis I. Also dann ist es jetzt hier dann 1 bis I hoch N nach N Perioden. Ja. Alles klar? Weil damit muss ich ja in dem Fall das mal annehmen, um das jetzt hier zu bekommen. So. Dann ist jetzt hier wiederum auch mal, könnte mal interessant sein, wenn ich jetzt hier den Gegenwartswert berechnen will, dann muss ich ja den Zukunftswert durch den Wachstumsfaktor ja teilen. Nicht? Sehen Sie es? Also ich teile ja hier den Zukunftswert durch den Wachstumsfaktor nach N-Perioden, um den Gegenwartswert zu bekommen. Ich schreibe das jetzt hier vielleicht mal ein bisschen anders. Und zwar, ich schreibe jetzt hier dann, das ist jetzt hier Kn mal 1 geteilt durch 1 plus i hoch n sein soll. Damit ich das jetzt hier ebenfalls als Faktor schreiben kann. Dieses Ding hier, ja, dieses Ding, der hier, dieser Faktor, wissen Sie, wie der heißt? Wissen Sie, wie das heißt? Ja, das ist der sogenannte Diskontfaktor. Okay. Diskontfaktor, also das Ganze hier. Also 1 geteilt durch 1 plus i hoch n. Oder man kann auch schreiben, ne, also nach n Perioden, wohlgemerkt. Ne, letzten Endes, oder 1 plus i hoch minus n. Das geht auch. Okay? Gesundheit. Ne, ich habe jetzt vielleicht mal kurz daneben. Also kn mal 1 plus i hoch minus n. Erinnern Sie sich, wo wir uns dann jetzt hier mit Potenzen beschäftigt haben, nicht? Also dieses Ding hier, das ist der Diskontfaktor. Entweder das hier oder das hier. Alles klar? So, wenn Sie jetzt hier beispielsweise eine Gegenwartszahlung mit einem Wachstumsfaktor mal nehmen, dann bekommen Sie den Zukunftswert heraus. Diesen Vorgang nennt man, wie, vielleicht nennen Sie das, kennen Sie das? Das nennt man Aufzinsen. Das haben Sie bestimmt schon mal gehört, oder? Also Aufzinsen heißt, ich transformiere eine Gegenwartszahlung in die Zukunft. Ja, schreibe ich ja vielleicht mal kurz dazu. Also wenn man jetzt hier dann quasi, schauen Sie, aus der Gegenwartszahlung, also die Gegenwartszahlung nimmt und die multipliziert man jetzt hier mit einem Wachstumsfaktor, um jetzt hier dann Kn zu bekommen, dann nennt man diesen Vorgang Aufzinsen. Wenn ich also aufzinse, schauen Sie kurz, dann meine ich damit, dass ich eine Gegenwartszahlung in die Zukunft verlege. Können wir uns darauf verständigen? Ja, also eine Gegenwartszahlung wird in die Zukunft geschoben, das bedeutet, ich zinse sie ja dann auf. Ja. Okay? Ja. Wenn man, schauen Sie mal kurz, jetzt hier, in diesem Beispiel, andersrum, wenn man das andersrum macht, und zwar wenn man jetzt hier eine Zukunftszahlung hat und den man jetzt hier mit dem Diskontfaktor multipliziert, weil das ist jetzt in dem Fall dann auch, was wir dann hier tun, um jetzt hier eine Gegenwartszahlung zu bekommen, nicht? Dann bedeutet das, dass ich eine Zahlung, die in der Zukunft liegt, wieder in die Gegenwart zurückziehe. Einverstanden? Diesen Vorgang nennt man abdiskontieren, so ist es, oder abzinsen. Okay, also man sagt dann abzinsen oder abdiskontieren, können Sie da auch das so schreiben. Okay, also wenn ich eine Gegenwartszahlung mit einem Diskontfaktor mal nehme, dann bedeutet das, dass ich eine Gegenwartszahlung in die, eine zukünftige Zahlung, nee, also nochmal, ich fange nochmal an, wenn ich also eine zukünftige Zahlung mit einem Diskontfaktor multipliziere, dann bedeutet das technisch gesehen, dass ich jetzt hier in dem Fall dann die zukünftige Zahlung abzinse, um den Gegenwartswert dieser Zahlung jetzt hier dann zu bestimmen.
Einverstanden? Okay, was ich jetzt hier in diesem Beispiel ja schon gemacht habe. Ich glaube, das brauche ich jetzt hier nicht nochmal zu machen. Okay? Ja? Einverstanden? Okay. Gut. So, jetzt passen Sie mal auf. Vielleicht haben Sie es auch schon mal gesehen. Jetzt kommt das nächste, der sogenannte Effektivzins. Ich muss mal gucken, wie viel Zeit habe ich noch. Das sind 5 Fragen. Na, dann machen wir nochmal das 10 Minuten, das schaffen wir dann. Also, um jetzt vielleicht ein Beispiel zu machen, tun Sie mal. Und zwar, nehmen wir mal, ich habe jetzt hier eine. Also, vielleicht jetzt hier mal eine Gegenwartszahlung, jetzt hier in dem Fall von 100. Ja. Also Gegenwartswert sollte jetzt hier von 100 sein. Und stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt hier einen Jahreszinssatz Gesundheit, jetzt hier in dem Fall von 12% pro Jahr. Okay. Und dieser Zinssatz von 12% pro Jahr wird ja, nehmen wir an, auf monatliche Zinszahlungen heruntergerechnet, sodass man jetzt hier eine monatliche Verzinsung dann hat. Okay? Na, also das ist ja hier im Prinzip dann das, was man dann eigentlich gerne hätte. Monatliche Zinszahlung, monatlicher Zins ist jetzt in dem Fall dann offensichtlich, oder Zinssatz, ja, ich habe jetzt einfach wieder dazu, Zinssatz, jetzt in dem Fall dann wäre das ja da ein Monat, also da ein Jahr jetzt hier aus 12 Monaten besteht, wäre das jetzt hier dann genau 1%, gut gemerkt, ne? Pro Monat. Ja, schreibe ich jetzt hier mal in Klammern dazu. Okay. Und dann ist die Frage, wenn ich jetzt hier statt 12% pro Jahr 1% pro Monat jetzt hier dann bekomme, wie hoch ist dann mein sogenannter effektiver Jahreszins? Das ist der effektive Zins, den ich ja im Grunde genommen nach einem Jahr bekomme. Also frage jetzt hier nach dem sogenannten effektiven Jahreszins. Okay. Der effektive Jahreszins ist die tatsächliche Verzinsung, die ich ja hier nach letzten Endes nach einem Jahr jetzt hier dann bekommen habe. Der Zinssatz jetzt hier, was sich jetzt hier in dem Fall auf 12% pro Jahr bezieht, das ist nicht der Effektivzinssatz, weil diesen Zinssatz von 12% pro Jahr, den benutzt man lediglich jetzt hier nur, um den Zinssatz, den monatlichen Zinssatz hier in dem Fall dann auszurechnen. Okay? PA heißt per annum. Ja, ich hoffe, das ist gereicht. Okay, war jetzt hier vielleicht nicht so. Also pro Jahr auf Mensch. Okay, effektive Jahreszins, Fragezeichen. Also, was mache ich ja im Grunde genommen? Ich mache ja hier Folgendes, und zwar, ich habe ja hier die 100 und diese Zahlung von 100 Geldeinheiten, den zinse ich ja auf, und zwar wie? Ich zinse 1,01 hoch 12, so ist das. Und dann ist die Frage, was bekomme ich? 112,68, jawohl, so ist es, okay, glaube ich mal, okay, das kann ich ja hier wie folgt schreiben, gucken Sie mal, und zwar, das kann ich schreiben als 100 mal was, 1,1268, nicht wahr, okay, also was ist dann der effektive Jahreszins? 12,68%, so ist es. Das schreibe ich jetzt einfach mal dazu. Effektiver Jahreszins ist dann 12,68% ungefähr. Das ist die Frage, wie komme ich darauf? Wollen wir dann gleich mal sehen. Also vielleicht mal eine kleine Systematik, die ich jetzt hier dann dafür jetzt hier dann vornehmen muss. Okay. Wie komme ich darauf? Das ist jetzt interessant. Okay, also was habe ich jetzt nur noch allgemein gemacht? Okay. Und dann kann ich jetzt hier das auch angeben. Okay, also nach einer Periode. Stellen Sie sich mal vor, wir bekommen das jetzt hier nicht pro Monat. Ja? Ich will das jetzt hier allgemein ausrechnen.
sondern man hat jetzt hier quasi eine große Periode in m Teilperioden dann unterteilt. Bei uns waren das 12 Teilperioden, nicht wahr? Okay, das heißt, wir haben jetzt hier m Teilperioden. Und was wir ja nämlich hatten war, schauen Sie, was wir ja nämlich hatten waren 12 in diesem konkreten Beispiel. Wir hatten ja 12 Teilperioden, ne? Das waren die Monate. Aber stellen Sie sich mal vor, ich bekomme das nicht pro Monat, sondern pro Woche. Ja, könnte ja auch sein. Ja. Alles klar? So, passen Sie auf. Jetzt ist die Frage, wie sieht es dann aus, wenn ich m Teilperioden habe? Dann habe ich ja, bekomme ich jetzt hier den monatlichen Zins. Ich habe den monatlichen Zins bekommen, wenn ich den Jahreszins durch 12 geteilt habe. Wenn ich aber nicht 12 Perioden gehabt hätte, sondern m Perioden, was hätte ich dann bekommen? Wenn ich das dann in dem Fall durch wie viel teilen müssen? Durch m teilen müssen, genau. Also wenn ich dann monatlichen Zins haben möchte, dann muss ich den Jahreszins durch 12 teilen. Wenn ich den wöchentlichen Zins haben möchte, was muss ich, hätte ich dann teilen machen müssen? Dann muss ich ja den Jahreszins durch 52 teilen, wenn ein Jahr jetzt die 52 Wochen hat, nicht wahr? Und wenn ich den Tageszins bekommen möchte, was muss ich dann tun? 365, jawohl, so ist es. Ne? Geht ja immer so weiter. Und wenn ich dann M-Teilperioden haben möchte, dann muss ich danach den Jahreszins durch M teilen, nicht wahr? So, jetzt ist die Frage, wie berechne ich jetzt hier den effektiven Jahreszins? Ich bekomme ja, ich muss jetzt hier quasi nur den Wachstumsfaktor mir dann anschauen. Wachstumsfaktor, also 1 plus i geteilt durch m, hoch m, muss ja dann, schauen Sie, muss ja dann den gleichen Wachstumsfaktor ergeben, wenn ich jetzt hier den effektiven Jahreszins oder den effektivsten Zins in dem Fall nach n jetzt hier für die eine große Periode Zählung bezogen dann ausrechnen muss. Ja? Okay? Denn das wird jetzt hier der Wachstumsfaktor nach n Teilperioden dann sein, was jetzt hier quasi dann ein Jahr ist. Und das muss ja mit dem gleichen Wachstumsfaktor übereinstimmen, wenn ich jetzt hier die Zinszahlung jeweils nach einem Jahr Beziehung direkt dann bekommen hätte. Was kommt dann heraus? Schauen Sie, ja, da müssen Sie jetzt einfach nur 1 abziehen. Also wenn Sie jetzt hier den effektiven Jahreszins oder den Effektivzins jetzt hier dann pro Periode dann ausrechnen müssen, müssen Sie dann 1 plus i geteilt durch m hoch m minus 1 rechnen und dann haben Sie es. Um das vielleicht mal kurz dann auf dieses Beispiel jetzt hier dann zurückzuführen, ja, damit Sie sich davon überzeugen, dass es jetzt hier dasselbe ist, weil wir haben es jetzt hier dann mehr oder weniger intuitiv gemacht, aber nicht mit dieser Formel. Ja, und vielleicht jetzt hier nochmal kurz mit diesem Beispiel jetzt hier dann auszurechnen, nicht wahr? Okay. Wie haben wir das jetzt hier dann gemacht? Also wenn ich jetzt hier dann aus dem Beispiel jetzt hier den Effektivzins jetzt hier dann ausgerechnet hätte, ich habe dann 1 plus die 12%, das ist jetzt hier 0,12, geteilt durch 12, also waren jetzt 12 Teilperioden, hoch 12 und dann minus 1 rechnen müssen, wenn ich das jetzt hier mit dieser Formel gemacht hätte, und dann werden Sie sehen, da kommt dann tatsächlich dasselbe raus, nämlich dann ungefähr 0,1268. Nicht? Also dann sind es ja dann diese 12,68%. Sehen Sie das dann? Stimmt das? Ja, also wie gesagt, vorhin hatten wir das mehr oder weniger intuitiv gemacht, nicht wahr? Und jetzt machen wir das jetzt in dem Fall im Grunde genommen dann mit Hilfe dieser Systematik, wo Sie dann jede beliebige Formel jetzt hier dann ausrechnen können, was Sie dann eigentlich auch bekommen würden. Ne? Okay, ja, das ist jetzt hier in dem Fall, wie das jetzt hier dann aussieht. Jetzt passen Sie auf. Ich möchte vielleicht noch eine Sache wissen, dann lasse ich Sie in die Pause gehen. Was passiert, wenn man m im Grunde genommen gegen unendlich gehen lässt? Das hatten wir nämlich auch schon mal aufgeschrieben. Nicht? Das wäre dann die sogenannte kontinuierliche Verzinsung. Verstehen Sie? Also wenn ich dann nicht nur jeden Monat was kriege, sondern jede Millisekunde. Ja, das geht nicht gegen Null. Weil das ist ja sogar ein bisschen mehr geworden. Hier, gucken Sie mal, das ist ja, ne, also jetzt hier noch kurz kontinuierliche Verzinsung, ich schaffe jetzt hier noch mal kurz einen Satz hin. Also was passiert jetzt hier mit diesem Diskontfaktor, wenn man m, also die Anzahl der Teilperioden,
na, also gegen unendlich gehen lässt. Können Sie mir folgen? Na, also wenn man jetzt hier dann Limes von 1 plus i geteilt durch m hoch m für m gegen unendlich, was passiert dann mit dem Diskontfaktor? Wir hatten das letzte, also jetzt am Montag schon gehabt, was da passiert, welche Zahl da herauskommt. Vielleicht kommt Ihnen das bekannt vor. Gucken Sie nochmal kurz rein, was das letzte war, was wir Montag gemacht haben. Sie wissen ja schon. Ja, da kommt die eulersche Zahl raus. Richtig, und zwar e hoch, wie viel in dem Fall? Das ist dann e hoch i in diesem Fall. Das steht jetzt hier i, aber das kann man ja eigentlich auch zeigen. E hoch i kommt dann raus. Das bedeutet also, das ist jetzt hier dann der, letzten Endes, der Wachstumsfaktor nach einer Periode, also einer großen Periode, nicht die Teilperiode, bei kontinuierlicher Verzinsung. Das schreibe ich jetzt auch nochmal dazu. Ne? Weil das ist ja, kontinuierliche Verzinsung heißt, dass ja mein Vermögen ja kontinuierlich mit der Zeit erwächst. Und wenn jetzt der Zins, letztendlich im Endeffekt der Jahreszins dann i wäre, wie würde dann in dem Fall die Zahlung jetzt hier dann, wenn man jetzt hier dann kontinuierliche Verzinsung dann hätte, würde sich das jetzt hier dann, mit welchem Wachstumsfaktor würde es entwickeln? Das ist jetzt hier dann der Wachstumsfaktor nach letztem Endeffekt, oder beziehungsweise jetzt hier mit der kontinuierlichen Verzinsung. Das bedeutet, wenn Sie den effektiven Jahreszins bei kontinuierlicher Verzinsung dann ausrechnen, müssen Sie hier davon nur eins abziehen, wie vorhin in diesem Beispiel. Okay, das heißt, das ist jetzt hier der Wachstumsfaktor nach einer Hauptperiode. Okay. Bei kontinuierlicher Verzinsung. Oder man sagt auch bei der sogenannten stetigen Verzinsung. Okay, alles klar? Okay, einverstanden? Wie sieht es dann nach N-Perioden aus? Wenn das jetzt hier nach einer Periode ist, dann ist E hoch I hoch N, nicht wahr? Also da muss ich ja die Potenz potenzieren. Wie sieht es dann aus? Wenn ich eine Potenz potenziere, dann muss ich die Exponenten... Genau, das heißt bei kontinuierlicher oder bei stetiger oder bei kontinuierlicher Verzinsung, man sagt auch stetige Verzinsung dazu. Ja. Okay, das schreibe ich jetzt hier kurz als Bemerkung hin. Bei kontinuierlicher Verzinsung gilt, passen Sie auf, ne? Weil das ist ja der Wachstumsfaktor. Nach N-Perioden habe ich dann, passen Sie auf, der N-Wert ist dann, gucken Sie mal, K0 mal E hoch I mal N. Nicht? Weil ich ja im Prinzip, wenn der Wachstumsfaktor pro Hauptperiode E hoch I ist und dass ich dann jetzt in dem Fall dann die Wachstumsfaktoren nach N-Perioden dann jetzt hier dann die N-Potenz davon berechnen muss, dann ist es ja E hoch I mal N im Exponenten dann. Ne? Weil ich eine Potenz dann nochmal potenziere. Verstehen Sie das? Ja. Und wie sieht jetzt hier in dem Fall dann der Diskontfaktor aus? Also das können Sie dazu schreiben, das ist der Wachstumsfaktor bei kontinuierlicher Verzinsung nach N-Perioden. Und wie sieht jetzt hier dann der Diskontfaktor aus? Den Diskontfaktor bekomme ich, wenn ich jetzt hier in dem Fall einfach nur ein Minuszeichen davor setze. Also da steht, das sieht man jetzt hier noch nicht so gut, dann, also quasi den Zukunftswert mal E hoch minus I mal N gibt mir den Gegenwartswert zurück bei kontinuierlicher Verzinsung. Das ist alles. Okay? Ob Sie eine kontinuierliche Verzinsung haben oder nicht, das können Sie dann in der jeweiligen Aufgabe gesagt. Ich mache jetzt hier dazu kein Beispiel, das machen wir vielleicht dann in die Klausur. Alles klar? Okay? Ja. So, dann würde ich jetzt hier vorschlagen, dass wir jetzt in die Pause gehen. Wie spät haben wir? Ja. 20 Uhr Fragen, perfekte Mann gemacht, du weiter.
Das jetzt hier eine Weite zu machen. Vielleicht schaffen wir den Zug bald. Kommen wir dann vielleicht mal durch, damit wir sehen. Also, jetzt ist es so, wenn Sie zum Beispiel jetzt hier im Grunde genommen gesagt kriegen, ja, bei der und der Aufgabe handelt es sich um eine stetige Verzinsung, dann müssen Sie hier mit quasi den Gegenwartsberechnen und hiermit, also damit den Gegenwartsberechner, diesem Diskontfaktor und damit den Zukunftswert berechnen aus dem Gegenwartszahlung jetzt hier mit diesem Wachstumsfaktor. Ne? Wenn Sie das nicht gesagt kriegen, dass es sich um eine stetige Verzinsung handelt, dann gehen Sie bitte immer davon aus, dass, dass es sich um eine diskrete Verzinsung handelt. Ja? Das möchte ich vielleicht nur kurz an dieser Stelle sagen. Also diskret heißt ja im Prinzip das, was wir da vorher hatten. Ja? Diskrete Verzinsung war es nämlich jetzt hier. Also jetzt hier, ja, das war ja die diskrete Verzinsung. Ich schreibe das jetzt vielleicht immer nochmal dazu, dass man das dann quasi auf einem Haufen hat. Okay, also bei kontinuierlicher Verzinsung haben Sie das hier und bei diskreter Verzinsung haben Sie, schreibe ich jetzt hier nochmal kurz dazu, bei diskreter, um das jetzt hier vielleicht nochmal zu betonen, ja, also dann den Zukunftswert bekommen Sie aus dem Gegenwartswert mal 1 plus i hoch n und den Gegenwartswert bekommen Sie aus dem Zukunftswert, wenn Sie jetzt hier mit 1 plus i hoch minus n, also mit diesem Diskontfaktor, das jetzt hier dann berechnen. Ja? Und je nachdem, ob Sie stetige oder diskrete Verzinsung dann jetzt hier dann durchführen müssen. Wir hatten ja ein Beispiel gehabt, ein ausführlicheres, wo man jetzt hier das hier hatte. Nicht? Und bei, gut, das würde man jetzt hier dann analog jetzt wieder durchführen, wenn man eine kontinuierliche Verzinsung hat. Sie können ja die Aufgabe wiederholen, einfach, wenn Sie einfach annehmen, dass jetzt hier sich um eine stetige oder beziehungsweise kontinuierliche Verzinsung handelt. Dann gucken Sie mal, was da rauskommt. Ja? Können Sie das? Sie können das auch gerne dazu dann auch durchführen, wenn Sie möchten. Ja? Also wiederholen Sie die gleiche Aufgabe, wenn Sie das jetzt hier vielleicht nochmal üben möchten, mit quasi mit dem Hinweis, dass es sich hierbei um kontinuierliche Verzinsung handelt. Haben Sie das dann eigentlich genauso? Ja? Der Weg dahin war jetzt eigentlich für uns selbst entscheidend, warum das so ist. Ich hätte es einfach mal hinschreiben können, aber dann hätten Sie es vermutlich nicht verstanden, woher das kommt. Und da wir ja schon biologische Zahlen kennen, müssen wir vielleicht auch besser. Ne? Also Preise beim effektiven Jahreszinsen, wenn wir jetzt hier die Perioden runterbrechen und dann stellen wir uns mal vor, wir hätten dann unendlich viele Teilperioden, was ja der kontinuierliche Verzinsung entsprechen würde. Okay? Gut. So viel dazu, meine Damen und Herren. Jetzt beschäftigen wir uns jetzt hier mit sogenannten Annuitäten. Annuitäten sind Zahlungsströme oder Zahlungen, bei welchen jetzt hier am Ende der jeweiligen Periode stets die gleiche Zahlung anfällt. Das schreibe ich jetzt einfach mal so hin. Ja? Okay. Also Definition. Ich schreibe jetzt einfach mal dazu. Annuitäten. Das bezieht sich ja meistens auf Jahre. Ja. Das sind konstante, schreibe ich das von meiner konstante Zahlungen. Konstante Zahlungen. Das bedeutet also jetzt im Endeffekt am Ende der jeweiligen Periode. Ja, am Ende einer jeweiligen Periode. Das heißt, wir haben jetzt hier den Spezialfall, dass Sie konstante Zahlungen jetzt hier dann bekommen. Hierbei handelt es sich nicht um einfache Verzinsungen, um das sich darüber im Klaren sind. Also wir gehen jetzt mehr davon aus, dass Zinseszins handelt. Zum Beispiel eine Rente, eine Rentenzahlung, ja, könnte eine Annuität sein. Ja? Okay. Also letzten Endeffekt, und wenn man jetzt hier im Grunde genommen das jetzt immer auf ein Jahr bezieht, ja, also konstante Zahlungen am Ende der jeweiligen Periode, meistens letzten Endeffekt, also eine Periodenlänge ist dann immer meistens ein Jahr. Ja, so schreibe ich jetzt hier einfach mal dazu, also pro Jahr meistens. Ja. Okay. Wenn man das jetzt hier sich nochmal anschaut, wie jetzt hier der Zahlungsstrom aussieht, also am Anfang zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekommt man jetzt hier dann nichts, schreibe ich jetzt einfach mal den gleich 0, bekommt man noch nichts und schreibe jetzt einfach mal die Zahlung.
Und zum Zeitpunkt t gleich 1, nehmen wir mal an, bekommt man jetzt hier die konstante Zahlung, die ich jetzt hier als a bezeichne. Okay, zum Zeitpunkt t gleich 2 bekomme ich jetzt hier dann auch die konstante Zahlung, die ich jetzt hier als a bezeichne. Und dann zum Zeitpunkt t gleich n, was jetzt hier vielleicht die letzte Zahlung ist, ist das hier dann ebenfalls a. Okay? Das könnte ja eine Rentenzahlung entsprechen. Also eine Rente bis, was weiß ich, zum Beispiel jetzt hier 20 Jahre lang immer den gleichen Betrag und so weiter. Ne? Und wir gehen jetzt hier der Frage nach, was wäre beispielsweise jetzt hier der Zukunftswert einer solchen Annuität? Also wenn ich beispielsweise, das könnte ich ja zum Beispiel sowas machen wie, wenn ich jetzt jeden Monat oder immer am Ende des jeweiligen Jahres 10.000 Euro anlege und quasi sich dann meine Summe vermehrt, beispielsweise hätten Sie sowas, wenn Sie eine kapitalgebundene Lebensversicherung abschließen, ja, dann zahlen Sie ja im Grunde genommen, gut, meistens monatlich, aber Sie können es auch vereinbaren, dass Sie das jährlich einzahlen, also am Ende des jeweiligen Jahres zahlen Sie einen bestimmten Betrag ein und das machen Sie dann 20 Jahre lang und dann fällt zum Beispiel vielleicht die Frage dann auf, ja gut, was bekommen Sie dann nach 20 Jahren daraus? Das wäre so ein Beispiel. Das bedeutet also, das hilft uns dafür zunächst mal, was wäre dann der Gegenwartswert einer solchen Zahlung? Oder beziehungsweise, was ist der Zukunftswert einer solchen Zahlung? Das Beispiel hatte ich jetzt hier gerade mit dem Zukunftswert gemacht. Also zum Beispiel, nicht? Zukunftswert dieser Zahlung würde ja bedeuten, dass ich im Prinzip jetzt hier die jeweiligen Annuitäten auf die letzte Periode dann aufzinse. Verstehen Sie? Ja, also schreibe ich hier vielleicht mal kurz dazu. Also Zukunftswert einer Annuität. Okay, Annuität, Fragezeichen. Wie würde ich das also machen? Also wie gesagt, ein Beispiel habe ich jetzt hier genannt. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine kapitalbindende Lebensversicherung beispielsweise und Sie am Ende eines jeweiligen Jahres einen konstanten Betrag in die Versicherungssumme dann einzahlen, der dann über die Jahre dann auch jeweils mit verzinst wird. Also Sie haben ja quasi eine konstante Zahlung, beziehungsweise eine Annuität, nicht? Und das machen Sie dann zum Beispiel 20 Jahre lang. Und dann ist die Frage, wenn Sie das dann, wenn Sie im letzten Jahr dann ankommen und dann ist Zahltag, ja, was bekommen Sie dann aus der Versicherung heraus? Ja, das könnte dann, also weil dann ist es ja diese Zahlung, die dann nach 20 Jahren anfällt, dann die Gegen, also dann ist es die zukünftige Zahlung, diese Annuität, die dann quasi jetzt hier dann bis dahin durchgeführt wird. Ja? Okay, also wir gehen zu unserer Annuität. Ich habe jetzt hier nochmal kurz dazu. Bei Zinseszins natürlich. Okay. Das bedeutet also, was muss ich dann tun, um jetzt hier den Zukunftswert dieser Zahlung zu bestimmen? Schauen Sie. Ich muss ja Folgendes machen. Ich muss ja die jeweiligen Annuitäten auf die quasi auf die letzte Periode dann aufzinsen. Ja, ich muss ja aufzinsen, das bedeutet also, ich muss ja die Zahlungen in die quasi ja, in die Zukunft verschieben. Verstehen Sie? Ja? Und wenn ich jetzt hier eine Summe von Zahlungen verschiebe, dann mache ich das, indem ich jetzt die jeweiligen Summanden in die entsprechenden Zeitpunkte verschiebe. Wie mache ich das also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Zahlung, die zum Zeitpunkt t gleich 1 anfällt, in die Zukunft verschieben möchte? Und wie viele Perioden muss ich dann aufzählen? Ja gut, wie viele Perioden sind ja noch übrig? Nicht? Also hier habe ich ja schon die erste. Das heißt, ich habe hier ein Stück. Wenn ich das jetzt hier bis zum Ende der Endperiode dann haben möchte, wie muss ich das dann aufzählen? Hm? Wie viele Perioden habe ich noch? Hm? N minus 1, so ist es. Also insgesamt sind es ja Endperioden, nicht? Das heißt, das ist die erste, das ist die zweite und so weiter und so weiter. Das ist die Ente. Also wenn ich jetzt hier dann anfange und diese Zahlung in die Zukunft verschiebe, können Sie auch anlegen, dann habe ich ja im Prinzip jetzt hier, dann muss ich das jetzt hier in dem Fall um Endperioden jetzt, N-1-Perioden jetzt hier in die Zukunft schieben. Nicht? Das heißt, ich habe jetzt hier für die Zukunftswert, schreibe ich jetzt hier dazu, wenn ich das jetzt hier dann, also A, und wir gehen jetzt hier von diskreter Verzinsung aus, dann ist es ja 1 bis i hoch n minus 1. Und siehst, das bekomme ich also, wenn ich jetzt hier die erste Zahlung in die Zukunft schiebe. Ja, also nach n Perioden. Alles klar? Und wie viele Perioden muss ich jetzt hier in dem Fall diese Zahlung aufzinsen, die nach der zweiten Periode dann angefallen
angefallen ist. Also wenn es nach der zweiten Periode dann angefallen ist, ich aber noch n übrig habe, dann habe ich noch insgesamt n minus, also nee, ich hatte insgesamt ja n Stück und nach der zweiten Periode habe ich dann nur noch n minus 2. Das bedeutet also, diese Zahlung dann aufzuzinsen, muss ich das jetzt hier dann nur noch mit über, na, also schreibe ich jetzt einfach hier hoch, n minus 2, na, also n minus 2 Perioden noch aufzinsen. Alles klar? So, das mache ich jetzt hier mit sämtlichen Zahlungen, jetzt hier dann noch dazwischen kommen. Und dann, ja, also plus Pünktchen, Pünktchen, und dann habe ich hier nur noch eine Zahlung zum Zeitpunkt t gleich n, also das bedeutet nach n Perioden. Und diese Zahlung muss ich dann nicht mehr aufzinsen, weil sich dann jetzt dann zu diesem Zeitpunkt dann auch noch keine Perioden mehr übrig sind. Ja? Da bin ich ja schon am Ende angelangt. Nicht wahr? Okay? Um das jetzt hier vielleicht ein bisschen schmackhaft zu machen, damit Sie das erkennen, um was es sich hier handelt, schreibe ich jetzt hier dann 1 plus i hoch 0 hin. Das ist ja quasi dann der letzte Zeitpunkt. Sehen Sie das? Okay? Ja? Okay, also es fängt bei 0 an, dann habe ich dann a, also a mal 1 plus i hoch 1, jetzt hier in der Vorperiode, nicht? Also in der vorletzten Periode, die jetzt hier dann noch kommt, ne? Wenn ich das hier bei 20 Jahren mache, ne? Nach dem 19. Jahr sozusagen, ne? Und so weiter und so weiter, bis jetzt hier dann, ne, weil ich fange ja nicht heute an zu zahlen, sondern erst nach einem Jahr, wenn ich das so machen möchte. Ne? Also erst nach Ablauf des jeweiligen Jahres zahle ich einen Betrag da rein. Und dann ist die Frage, was kriege ich nach 20 Jahren? Okay? Ja, einverstanden? Also das wäre dann der Zukunftswert einer Annuität nach Endperioden. Okay? Merken Sie hier etwas? Ja? Wenn ich das jetzt hier nämlich ein bisschen anders schreibe, gucken Sie mal, und zwar vielleicht in umgekehrten Reihenfolge, also fange ich damit an und höre damit auf. Na, dann mache ich das jetzt hier mit dem Summenzeichen, und zwar jetzt hier die Summe von i gleich 0 bis n minus 1, nicht wahr? Und zwar von a mal 1 plus i hoch 8. Ich kann das jetzt hier nicht i nennen beim Summieren, weil i jetzt hier für den Zinssatz steht, das ist jetzt hier vielleicht ein bisschen blöd. Dann nenne ich das jetzt hier mal den Summationsindex j. Und j ist jetzt hier dann quasi diese Exponente. Sehen Sie das? Das ist das Gleiche ist wieder oben. Okay, nicht? Also jetzt hier, beziehungsweise, nicht wahr, von j gleich 0 bis n minus 1 ist jetzt quasi die Vorperiode, weil in der letzten Periode muss ich das ja nicht mehr machen. Muss ich ja nicht mehr aufnehmen. Okay. Ich habe jetzt hier eigentlich insgesamt nur noch n minus 1 Zahlungen. Nicht, also weil ich am 0, zum 0. Jahr ja nichts mache. Okay? Gut. Sehen Sie, dass das diese Summe hier, die ich jetzt hier hingeschrieben habe, mit diesen Zahlungen übereinstimmt? Ja? Also der erste Summand, den bekomme ich, wenn ich 1 plus i hoch 0 rechne. Das steht ja hier. Den zweiten Summanden bekomme ich, wenn ich a mal 1 plus i hoch 1 rechne. Der würde jetzt hier davor stehen. Ja? Und den letzten Summanden bekomme ich, wenn ich a mal 1 plus i hoch n minus 1 stehen, das steht jetzt hier am Anfang, aber die Reihenfolge kann ich ja umdrehen. Sie wissen ja, die Addition ist kommutativ, das bedeutet 2 plus 3 ist dasselbe wie 3 plus 2 und so weiter. Ne? Ich kann ja die Reihenfolge beim Addieren vertauschen. Also ob ich von hier anfange zu zählen oder von dort, ist ja klar. Okay? So. Ich ziehe jetzt hier mal dieses a aus der Summe heraus. Das bedeutet, ich habe jetzt hier dann a mal die Summe von j gleich 0 bis n minus 1. Ich war von 1 plus i hoch j und erkenne jetzt hier Folgendes, schauen Sie, ich erkenne jetzt hier, dass es sich bei diesem Ausdruck um was handelt, vielleicht frage ich Sie mal, um was handelt es sich hier bei diesem Ausdruck? Dabei handelt es sich um eine, wir hatten es nämlich ausgerechnet, eine geometrische Reihe. Ja? Und wir wissen ja, wie man geometrische Reihen bestimmt, also ich habe jetzt hier vielleicht mal kurz vielleicht daneben, ja. Also das ist ja hier quasi dann sowas wie das da, lassen Sie mal kurz, ich mache das jetzt hier mal daneben nochmal, damit Sie jetzt hier die Formel dann haben. Ich habe jetzt hier von j gleich 0 bis n, und zwar von q hoch j, ja, das ist ja hier 1 minus q hoch n plus 1 geteilt durch 1 minus q. Das war ja die Formel, die ich jetzt hier, oder die wir sogar zusammen hergeleitet hatten. Diese Formel für die Berechnung des Zukunftswertes einer Annuität kann ich jetzt hier benutzen, um das jetzt hier dann zu bestimmen.
passen Sie auf. Und zwar, jetzt hier, na, ich setze das hier nämlich dann ein. Ich muss dann überlegen, was ist jetzt hier diese Formel Q? Schauen Sie mal kurz. Q ist 1 plus i. Sehen Sie es? Ja, sehen Sie, dass das Q 1 plus i sein muss? Hier in der Formel, wenn jetzt hier dann steht, also Q hoch j, hier steht dann 1 plus i hoch j, also muss dann Q i 1 sein, sehen Sie es? Ja? Also ich habe dann hier 1 minus in Klammern 1 plus i. Okay, schaue ich mal hin. Ja, also hier im Nenner 1 minus in Klammern 1 plus i. Okay, sehen Sie das? Und oben im Zähler steht 1 minus in Klammern 1 plus i hoch, passen Sie auf, wenn hier aber n plus 1 steht, weil jetzt hier dann vorhin n gestanden hat, dann muss jetzt hier in dem Fall, schauen Sie, weil hier n minus 1 steht, diese Summe geht jetzt nur bis n minus 1, ja, dann muss jetzt hier in dem Fall 1 plus i hoch n sein, so ist es, ne? Also 1 plus i hoch n geteilt durch 1 in Klammern 1 minus in Klammern 1 plus i und das ergibt dann jetzt hier als Ganzes a mal 1 minus 1 plus i hoch n geteilt durch i. Das ist jetzt hier dann der Gegenwartswert der Annuität. Ja. Okay, wenn ich mich jetzt hier in dem Fall nicht verrechnet habe. Achso, da steht ja hier minus 1 noch, sorry. Das ist jetzt hier entgangen. Also 1 minus 1 ist ja 0 und 1 minus plus i ist ja dann minus. Okay, ja. Alles klar? Wenn Ihnen dann dieses Minuszeichen jetzt hier nicht gefällt, dann können Sie im Prinzip jetzt hier den Bruch mit minus 1 erweitern. Das heißt, wenn Sie das mit minus 1 wahrnehmen, steht jetzt hier dann plus. Und wenn Sie das mit minus 1 wahrnehmen, dann vertauschen Sie ja die Reihenfolge. Also wenn jetzt hier dann 1 minus 3 steht, dann würde dann hier 3 minus 1 stehen beim nächsten Mal, damit Sie das mit minus 1 mal nehmen. Also daraus können Sie das dann auch machen. Schreibe ich jetzt hier mal kurz das Bemerkung dazu. Bemerkung, G, also jetzt hier Zukunftswert einer Annuität. Ja, ist jetzt hier in dem Fall Kn. Schreibe ich jetzt hier das mal auch dazu. Das ist ein a mal 1 plus i hoch n minus 1 geteilt durch i. Ja, also ich wende es jetzt hier dann gerade um, weil ich hier das Minuszeichen hier ein bisschen hässlich finde. Okay. Also Sie haben jetzt hier damit quasi den Zukunftswert der Annuität. Na? Okay. Also das ist dann quasi, wenn Sie zum Beispiel jedes Jahr 1.000 Euro zu 5% anlegen, dann können Sie damit ausrechnen, was Sie dann nach, zum Beispiel nach 20 Jahren angespart haben. Okay, also am Ende eines jeweiligen Jahres wird dann jetzt in dem Fall 1.000 Euro angelegt. Was kriegen Sie nach 20 Jahren dann raus? Okay? Ja. Und stellen Sie sich mal vor, man möchte jetzt hier nicht den Zukunftswert, sondern den Gegenwartswert der Annuität bestimmen. Letzten Endes. Ja, weil das könnten wir zum Beispiel dann anwenden, wenn es um Tilgungszahlungen geht. Stellen Sie sich mal vor, zum Beispiel, Sie nehmen heute einen Kredit von, was weiß ich, von 500.000 auf und möchten diesen Kredit jetzt hier innerhalb von 20 Jahren mit einer konstanten jährlichen Zahlung dann tilgen, dann könnten Sie zum Beispiel dann ausrechnen, wie hoch diese jährliche Zahlung dann sein müsste, weil das ist ja nämlich die jährliche Zahlung und die entsprechende Annuität dann. Nicht? Das bedeutet also, dann bräuchten Sie ja den Gegenwartswert der Annuität. Ja? Also die dann jetzt hier dann quasi dann anfällt. Alles klar? Wie bekomme ich jetzt hier aus dem Zukunftswert den Gegenwartswert? Den Gegenwartswert bekomme ich, wenn ich den Zukunftswert abdiskontiere. Das wissen Sie doch noch. Ja? Das bedeutet also, wenn ich den Gegenwartswert bekommen möchte, dann muss ich jetzt hier einfach nur diese blöde Zahl 1 plus i hoch minus n mal nehmen oder mit 1 geteilt durch 1 plus i hoch n. Ja, also der Gegenwartswert ist dann, ja, passen Sie dann auf, schreiben Sie jetzt einfach mal dazu, ist dann, wenn Sie jetzt hier den Zukunftswert, ne, also 1 plus i hoch n minus 1 geteilt durch i,
mit dem Diskontfaktor mal nehmen. Das heißt, dann haben sie dann 1 geteilt durch 1 plus i hoch n. Das war's. Dann schieben sie ja quasi die zukünftige Zahlung in die Gegenwart zurück. Okay? Das sollte dann klar sein. Okay? Na, also, wie gesagt, das haben wir jetzt hergeleitet und das ist dann das, was sie dann bekommen. Machen wir vielleicht ein kleines Beispiel dazu. Ja? Okay, also jetzt hier beispielsweise Beispiel. Jetzt hier vielleicht, um die Zukunftswerte zu berechnen, weil das sollte vielleicht interessant sein. Ne? Und zwar am Ende eines jeweiligen Jahres werden jeweils 1.000 Euro zu, sagen wir mal, zu 5% pro Jahr angelegt. Okay? Und da ich ja nichts sage über die Art und Weise der Verzinsung, handelt es sich immer um einen Zinseszins. Ja? Das heißt, die Zinszahlung, die ich dann bekomme, die bekomme ich dann jedes Jahr. Und dann möchte ich jetzt hier Sie dann fragen, wie viel hat man dann nach 20 Jahren eingespart? Ja? Okay? Hat man nach 20 Jahren angespart? Fragezeichen. Okay, alles klar? Verstanden? Also haben Sie das verstanden, was jetzt hier im Grunde genommen jetzt hier dann gemacht werden sollte? Ne? Okay. Also wie viel hat man nach 20 Jahren angespart? Wie berechne ich das? Ja gut, was ist jetzt hier die Annuität? Also die konstante Zahlung ist ja dann pro Jahr sind dann die 1.000 Euro. I ist jetzt hier dann in dem Fall 0,05 und N ist jetzt hier dann gleich 20. Da muss ich jetzt hier einfach nur noch in die Formel ansetzen. Das bedeutet also, K20 ist dann jetzt hier dann offensichtlich 1.000 mal 1 plus I, also das heißt 1,05 hoch 20, also 1 plus I hoch N, minus 1 geteilt durch 0,05. Das ist jetzt hier dann der Betrag, der nach 20 Jahren angespart wurde, inklusive, wenn man jetzt hier nach dem Ablauf des 20. Jahres nochmal 1.000 Euro reinzahlt und dann holt man alles wieder raus. Ja? Gucken Sie mal, was da rauskommt. Haben Sie da was rausgerechnet für mich? Was haben Sie aus? 33.065, also 65 wieder, ja. 95 wieder, okay. Die 95 Cent, die haben Sie natürlich. Ne? Gut. Aber gerundet, ne? Nehme ich an. Ja. Okay, gut. Alles klar? Also Sie haben dann nicht 20.000 eingespart, sondern ein bisschen mehr. Nur weil Sie jetzt hier, weil Sie dann die jeweiligen Endbeträge, die Sie nach einem Jahr dann leisten, das ist natürlich auch quasi dann die 5% der Ziele dann auch darauf dann jeweils auch mitgezinst wird. Ne? Alles klar? Okay. Jetzt mal ein anderes Beispiel. Stellen Sie sich mal vor, Sie wollen einen Kredit aufnehmen von, sagen wir mal, zum Beispiel 500.000, was Sie ja heute kriegen, ja, jetzt. Und der Zinssatz beträgt 5% und dann ist die Frage, wie viel müssen Sie dann jährlich zurückzahlen, wenn Sie den Kredit nach 20 Jahren tilgen wollen. Ja? War nicht schlecht, wenn man das vergleichen kann, ja? Oder? Okay, also. Also Sie leihen sich heute 500.000 und zahlen das jetzt innerhalb von 20 Jahren bei 5%iger Zahlung zurück. Und dann ist die Frage, was müssen Sie dann jährlich bezahlen, wenn das, was Sie dann jährlich zahlen, immer gleich bleiben soll, damit jetzt hier dann der Kredit jetzt hier dann getilgt ist. Ne? Okay?
Einverstanden noch? Also ein Kredit von 500.000 Geldeinheiten, ja, soll bei 5% jeweils, also 5% pro Jahr, sorry, jeweils, also mit Hilfe jeweils von konstanten Zahlungen am Ende eines Jahres zurückgezahlt werden. Okay. Und die Frage ist, wie hoch soll dann diese jährliche Zahlung sein? Okay. Ja, das schreibe ich nicht auf. Das sollte dann klar sein. Ne? Okay, was habe ich hier? Ich habe jetzt hier quasi dann 500.000 Euro bar auf der Hand, nicht wahr? Da macht man gerne Kontoauszug. Ja. Auch wenn das nicht vielleicht sein Geld ist, aber trotz allem. Gut, dann hat man hier vielleicht nochmal 5%, nicht? Okay. Und zwar, N ist jetzt hier dann offensichtlich gar 20. Und was ich jetzt hier dann wissen will, ist A, nicht? Also dann ist jetzt hier die Frage, was ist jetzt hier die konstante Zahlung, die jetzt hier dann anfällt, also sprich die jeweilige Annuität dann. Ja? Ich setze das jetzt hier in die Formel ein. Ja? Die Formel schreibe ich nicht nochmal hin, das ist okay. Ja? Das geht jetzt, das sieht jetzt hier dann wie folgt aus, das sieht man hier schon. Wenn ich das jetzt hier dann quasi in Absätze, also das heißt K0, 500.000, gucken Sie dann einfach nochmal dann dazu, dahin, also 500.000, ist gleich, das ist jetzt hier Zukunftswert, A mal, hier oben steht dann 1 plus I hoch N, also das heißt 1,05 hoch 20 minus 1 geteilt durch 0,05 und das multipliziert mal 1 geteilt durch 1,05 hoch 20. Diese Gleichung sollte hier dann erfüllt sein. Das bedeutet, wenn Sie das jetzt hier nach A, Sie müssen dieses Ding jetzt hier einfach nach A auflösen. Ja, also die A ist ja gesucht, der Rest ist ja im Grunde genommen jetzt hier bekannt. Ich sage Ihnen, wie Sie das jetzt hier dann machen, um jetzt hier dann dran zu kommen. Ja? Was müssen Sie dann tun, um das jetzt hier loszuwerden? Wenn Sie das loswerden möchten, müssen Sie mit 1,05 hoch 20 mal nehmen, diese 500.000. Das heißt, Sie rechnen 500.000 mal 1,05 hoch 20. Dann sind Sie jetzt hier diesen Bruch los. Nicht wahr? Dann mal 0,05. Dann sind Sie den Nenner hier los. Und dann haben Sie jetzt hier noch den Faktor 1,05 hoch 20 minus 1. Das heißt, dieses Ding dann teilen Sie durch 1,05 hoch 20 minus 1, was Sie dann am Ende rausbekommen. Okay, das ist ja also das, was Sie in den Taschenrechner dann eintippen. Natürlich brauchen Sie das jetzt hier nicht in einem Schritt zu lösen, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Okay? Alles klar? So, dann rechnen wir das jetzt hier mal aus. Was kommt heraus? Sagen Sie es mir bitte. Haben Sie schon vergessen? Ha? Sie haben Komma vergessen. Hast du Taschenrechner vergessen? Okay. Das könnte Sie interessieren, wenn man na, Ihnen sowas andrehen will. Hypothek oder so. Oder? Also sagen Sie jetzt nicht, das ist geometrische Reihen irgendwie ganz weit weg von der. Ja, ja, ja. Da kommt eine Zahl raus. Was kommt da raus? 133. Wie viele Stellen vor dem Komma? 1, 2, 3, 4, 6. Ich habe 40.121. Das kommt der Sache schon näher. Also das Problem ist, wenn ich pro Jahr mehr bezahlen müsste, als was ich ja hier kriege, und das 20 Jahre lang, das wäre schon scheiße. Vielleicht haben Sie da irgendwo einen Klammer vergessen. Naja, was haben Sie da raus? 40.121. Ja, das gefällt mir schon besser. 0,29. Hat das jemand anders nochmal noch? Ja.
Ah, okay. Ah, gut, dann gehe ich davon aus, es ist relativ wahrscheinlich. Nee, Sie haben sich irgendwo... Ich weiß, wo der Fehler liegt. Kein Problem. Sagen Sie es nochmal bitte, 40.000? 40.121,29. Die 29 Cent. Ja? Okay. Ja. Alles klar? Also das heißt, es ist der Betrag, den Sie jährlich zurückzahlen müssen, wenn Sie sich eine halbe Mille leihen und der Zins... bei 5%. Und das machen Sie 20 Jahre lang. Also wie viel das sind das ungefähr monatlich? Also wenn Sie das jetzt hier auf Monat runterrechnen? 3.343,44 Euro. Ja, 3.400 Euro. Ja, knapp, ne? Ja? 5% sind ja auch viel. Ja gut, aber... Was für, ist die Frage für wen? Ne? Ist die Frage. Ne? Also dort ein bisschen 3.000 Euro im Monat. Ne? Okay. Da sagt man sich ja, okay, dann miete ich mir wieder was. So. Okay. Ja. Ich habe keinen Bock, 20 Jahre lang jeden Monat 3.000 Euro abzudrücken. So, okay, gut. Ist es klar? Jetzt hier, was das angeht? Jetzt passen Sie auf. Jetzt gibt es jetzt hier noch was, und zwar die sogenannte ewige Rente. Ja? Ewige Rente heißt, ich bekomme im Prinzip eine konstante Rentenzahlung, bis ich verrecke. Ja? Und darüber hinaus könnten ja noch mal Erben ja noch bekommen. Ja? Schauen Sie, das ist jetzt hier gar nicht mal so abwegig. Sie kennen ja zum Beispiel jetzt hier Superstars, die tot sind und die sogar nach ihrem Tod noch Geld verdienen, zum Beispiel Elvis Presley oder Michael Jackson, nicht? Bei Michael Jackson war das letztes Jahr sage und schreibe 800 Millionen Dollar. Ne? Ja, ne? Das heißt, es geht ja weiter. Ne? So, und da möchte man zum Beispiel, stellen Sie sich mal vor, die Erben sagen dann, okay, ja, ich habe keinen Bock mehr, immer zu warten, ich verkaufe das lieber. Also ich verkaufe ja meine Rechte sozusagen, die ich jetzt hier an Michael Jackson habe, ne, für die letzten Endeffekt, und gehen wir davon aus, dass es so weitergeht. Also ich meine, die 800 Millionen werden es jetzt nicht sein, weil er dann ein Katalog verkauft worden ist zu 50%, ne, an Sony, glaube ich, an irgendjemanden, ich weiß nicht mehr genau. Aber stellen Sie sich mal vor, jedes Jahr gibt es 100 Millionen durch den Erlös von Michael Jackson. Jedes Jahr geht es ja noch weiter. Und das geht ja noch weiter. Nicht, also nicht nur jetzt, sondern bis in alle Ewigkeiten. Ne? Weil vermutlich wird es so sein, dass es immer Leute gibt, die Michael Jackson hören werden. Gehen wir davon aus. Und die Frage stellt sich jetzt hier zum Beispiel, nehmen wir mal an, was müsste man dafür zahlen, um jetzt hier dieses Recht dann zu erwerben, dass man jedes Jahr 100 Millionen US-Dollar ausgezahlt bekommt. Was würden Sie dann, oder jedenfalls, wenn Sie das kaufen wollten, was würden Sie heute, heute auf den Tisch legen dafür, dass das dann quasi dann ein bisschen an Ewigkeit weitergeht? Verstehen Sie, was ich meine? Ja? Und das ist jetzt hier so ein Beispiel, was man ja ausrechnen kann. Ja? Also natürlich ist jetzt hier vielleicht für Sie das nicht so interessant, aber wenn Sie als Berater tätig sind, vielleicht auch. Ja? Okay? Für Sony zum Beispiel. Ja. Okay. Also das Stichwort, wo ich das jetzt hier in Borch hinaus finde, ist halt ewige Rente. Ne? Also man kriegt ja im Endeffekt jetzt hier dann sogar über den Tod hinaus etwas. Ja? Und das kriegen ja die Erben und so weiter. Und die Frage ist, was würden Sie heute auf den Tisch legen, damit das Ganze jetzt hier so weiterläuft. Ne? Ewige Rente nennt sich das. Ne? Ja? Also jetzt hier quasi als Beispiel, wie sieht jetzt hier dann die Zahlung aus? Also ich habe jetzt hier nochmal kurz Zeit dazu, damit man das jetzt hier dann hat. Zum Zeitpunkt T gleich 0, da kriegt man noch nichts. Also das heißt, man vereinbart das heute sozusagen, stellen Sie sich das vor, Sie setzen sich mit dem Erben von Michael Jackson an einem Tisch und vereinbaren, dass das jetzt quasi dann ab nächsten Jahr Sie dann letzten Endeffekt diese Zahlung dann bekommen. Und dann ist die Frage, bis über den Tod hinaus, das heißt dann für Ihre Erben und die Erben davon und so weiter kriegen die auch noch was, und das ist die Frage, wie lange geht es dann so weiter. Also
Zum jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, es wird heute vereinbart und nach Ablauf des ersten Jahres bekommen Sie die erste konstante Zahlung. Nach Ablauf des zweiten Jahres bekommen Sie dann die zweite und so weiter. Und das geht jetzt hier bis in alle Ewigkeit hinein. Was würden Sie heute auf den Tisch legen? Okay? Wir werden das jetzt hier auch mit den Erben von Michael Jackson, werden wir auch das Problem lösen. Ja? Dann wissen Sie es. Okay. Aber ehrlich, wer geht schon davon aus, dass egal was für Zahlungen ins Unendliche gehen? Ja, zum Beispiel. Ich meine, selbst solche Zahlungen wie Michael Jackson wird jedes Jahr weniger werden und auch. Ja, aber das wissen Sie ja nicht. Wir gehen ja, jetzt einfach mal. Die Wahrscheinlichkeit ist schon verdammt hoch, dass es weniger wird. Ja, aber gut, also bei Elvis Presley war das anders. Das ja, aber geht man da wirklich von aus, dass es ins Unendliche. Ja, das ist die Frage, welche anderen wir Sie treffen. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es eine konstante Zahlung ist. Ja, also es geht ja im Endeffekt jetzt um die Rechte und den Katalog und so weiter. Ja? Das heißt. Wenn das jetzt eine konstante Zahlung, die in Höhe von A wäre, was man jetzt hier vielleicht auf die jeweiligen Perioden verteilen könnte, nicht? Das könnte man im Effekt genau auch davon ausgehen. Dann würde man jetzt hier gegebenenfalls diese Zahlung dann abdiskontieren, weil das ist jetzt hier die Frage, was wäre mir das heute wert? Natürlich kann ich jetzt hier den Zukunftswert nicht bestimmen, weil der Zukunftswert liegt natürlich in weiter Ferne, nicht? Also das ist ja quasi dann, wenn die Sonne dann explodiert und dann gibt es ja nichts mehr, ne? Aber es ist die Frage, welche Annahmen man trifft, das ist richtig. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie würden ja diesen Erbe verkaufen. Was würden Sie dann heute dafür nehmen? Das ist jetzt eine Frage, die sich vielleicht jetzt für Sie nicht stellt, aber für andere schon. Und das Problem kann man aber lösen. Davon gehe ich jetzt hier aus. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es hier quasi... Nee, aber stellen Sie sich mal vor, zum Beispiel, Sie schreiben jetzt ein Buch und... das kommt halt richtig gut an, ja, also das wird halt immer ne, gelesen und so weiter und so fort. Das heißt, Sie verdienen dann auch nach dem Tod etwas. Ja? Und da geht man vielleicht davon aus, ja, wie viel wird es dann pro Jahr sein, wenn ich davon ausgehe, dass es jetzt hier in Höhe von A ist pro Jahr, was wäre ich dann bereit heute dafür auf den Tisch zu nehmen? Man geht ja nicht vom Unendlichen aus, man geht ja warum denn nicht? Es wird noch ungefähr so und so viele Jahre so und so viel einbringen. Und dann nach 100 Jahren, nach 50 Jahren hört keiner mehr Michael Jackson. Nein, es geht ja dann in der Regel, je nachdem was es ist, irgendwann ein bisschen. Gut, aber die Zahlungen, die dann in der Zukunft dann anfallen, die werden natürlich auch weniger wert sein, von heute aus der Zeit gesehen, weil die ich natürlich jetzt in der Fall, die natürlich sehr, sehr weit weg in der Zukunft liegen. Aber Sie haben recht, praktisch gesehen ist das Problem nicht da, weil jede Zahlungsstrom natürlich irgendwann zeitlich gesehen beschränkt ist. Aber die Frage ist, was wäre es dann? Ja? Irgendein Wert muss ich ja quasi dafür ansetzen. Das macht man zum Beispiel in der Rentenkalkulation, wenn man Leute nicht weiß, wie alt man wird. Ne? Weil wenn Sie zum Beispiel mit, also wie, ich weiß nicht, Renteneintrittsalter ist, was, wie hoch, 65 oder so? 68 mittlerweile. Wenn Sie dann mit 69 sterben, dann freut sich der Staat, nicht? Nicht wahr? Ja. Ja, so sieht es halt aus. Ja. Da muss ja nichts mehr zahlen. Weil die Renten, das, was Sie angezahlt haben, die Ansprüche sind ja weg. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie hätten das jetzt hier dann quasi dann nicht in die Staatskasse gelegt, sondern hätten es privat in die eigene Tasche gelegt, dann würde dieses Vermögen ja weiter vererbt werden, ja, was dann angespart wird. Und dann ist die Frage zum Beispiel, ja gut, vielleicht sind dann Ihre Kinder noch minderjährig und so, wie viel könnte man jetzt hier davon als Unterhalt dann letzten Endes dann für die Kinder dann pro Jahr bereitstellen? Und das jetzt hier dann so lange bis in alle Ewigkeit hinein. Das ist durchaus denkbar und man kann dieses Problem ja lösen. Das Problem ist natürlich auch, dass sich die Zinszahlung ändert. Verstehen Sie? Also es gibt ja viele Faktoren, die jetzt hier nicht wiedergeschrieben werden, weil die Zinszahlungen verändern sich ja. Das ist ja auch ein Problem. Die bleiben ja auch nicht gleich über die nächsten 400 Jahre. Ne? Lieber? Das ist ja, aber wie gesagt, das kann ich jetzt hier nicht abbilden alles. Okay, also was wäre das heute wert? Stellen Sie sich mal vor, ich sage Ihnen, ich gebe Ihnen jedes Jahr 100 Euro, bar auf die Hand, solange Sie leben. Was müssen Sie dann heute auf den Tisch legen? Das kann man ausrechnen, das wollte ich jetzt hier dann machen. Okay? Also, das bedeutet, jetzt hier in dem Fall, wie hoch wäre dann jetzt hier der Gegenwartswert davor? Okay, was müsste ich jetzt hier machen? Schauen Sie. Ja, also K0 jetzt hier, die Gegenwartswerte einer ewigen Rente. Ich müsste jetzt hier diese Zahlungen, die jetzt hier in der Zukunft anfallen, was müsste ich damit machen?
Ich möchte diese Zahlungen abdiskontieren, nicht wahr? Alles klar? Weil die in der Zukunft anfallen, ich will ja quasi die Zahlungen in die Gegenwart wieder zurückziehen, nicht wahr? Wie mache ich das? Also die erste Zahlung, ich muss die erste Zahlung mit was mal nehmen, damit ich das jetzt hier dann abdiskontiere. Mit? Diskontfaktor nach einer Periode ist also 1 geteilt durch 1 plus i, ne? Das ist jetzt hier der Diskontfaktor nach einer Periode. Ne? Was ist denn der Diskontfaktor nach 2 Perioden? Ja, genau, also a mal 1 geteilt durch 1 plus i hoch 2, so ist es. Ne? Das war ja der Diskontfaktor nach 2 Perioden. Okay, und schauen Sie, das geht jetzt hier so weiter. Ne? Ich werde Ihnen zeigen, dass auch wenn Sie zum Beispiel jedes Jahr diese konstante Zahlung bekommen, Ihr Vermögen über die Zeit, über einen bestimmten Betrag nicht hinauswächst. Auch wenn das jetzt hier so lange weitergeht, bis die Sonne explodiert und alle Menschen dann sowieso tot sind, weil dann gibt es ja sowieso nichts mehr zu zahlen. Ja. Verstehen Sie, was ich meine? Das heißt, auch wenn die Zahlung bis in alle Ewigkeit dauert, ich werde Ihnen zeigen, dass die Zahlung oder der Gegenwartswert der Zahlung nicht über alle Grenzen hinauswächst. Einverstanden? Das ist ja nämlich das Interessante. Das heißt, obwohl die Zahlung unendlich lang ist, ist der Gegenwartswert beschränkt. Ja? Okay? Also es fällt dann doch nicht so viel aus, wie Sie nämlich denken. Gut. Machen wir das jetzt hier mal. Und zwar schreiben wir das jetzt hier dann nochmal hin, wie das jetzt hier dann am besten jetzt hier zu schreiben. Gucken Sie mal. Und zwar, ich mache das jetzt hier mal wieder mit dem Summenzeichen. Und die Summe geht von wo bis wo. Schauen Sie mal kurz. Die Summe geht von, ich nenne es jetzt hier mal J, und zwar von J gleich 1 ja, bis wohin? Wenn es jetzt hier mal unendlich, jawohl, ja, bis plus unendlich. Und zwar von A mal 1 plus, also 1 geteilt durch, sorry, 1 plus i hoch, wie viel? In dem Fall, das jetzt schreibe ich jetzt hier mal so, 1 plus i hoch J. Sehen Sie das? Okay, ja, also der Grenzwert hier dieser geometrischen Reihe. Ja, geometrische Reihe, warum? Weil die, das Verhältnis der benachbarten Vollmitglieder immer konstant bleibt. Ja. Okay, das unterscheidet sich nämlich nur um diesen Diskontfaktor hier pro Periode. So, jetzt ist die Frage, wie berechne ich das denn? Zunächst mal ziehe ich dieses A raus. Okay? Also A mal, in Klammern, also die Summe von J gleich 1 bis plus unendlich, nicht wahr? Von 1 geteilt durch 1 plus i hoch J. Okay? So. Dieses Ding kann ich berechnen. Wie? Ich hatte Ihnen jetzt nämlich gesagt, und zwar, das habe ich jetzt heute gemacht. Das ist ja noch ganz frisch. Ne? Und zwar mit der Formel für geometrische Reihen, die konvergieren. Zunächst mal die Frage, konvergiert diese Reihe? Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass die Zinszahlung positiv ist. Okay? Also i ist jetzt hier positiv, das schreibe ich jetzt hier einfach mal dazu. Das ist heutzutage nicht mehr ganz so selbstverständlich, das gebe ich zu. Ja. Aber wenn die Zinszahlung negativ wäre, dann würde es sich doch eigentlich lohnen, das Geld abzuheben, unter der Matratze zu verstecken, weil dann hätten sie dann am Ende des Jahres dann weniger, als was sie dann unter der Matratze bekommen würden. Ja. Okay, ja. Das ist auch der Grund im Übrigen, dass, egal ob das jetzt ausgezeichnet wird, das ist auch der Grund, warum man Bargeld abschaffen möchte. Ich weiß nicht, ob die Diskussion verfolgen. Nicht wegen Terrorismus. Das ist nur ein Vorwand. Ja? Also auch wenn ich mich jetzt hier lange damit kenne. Sondern wenn Sie kein Bargeld haben, dann können Sie nämlich das dann nicht unter der Matratze verstecken. Ergo, der Staat kann dann negative Zinsen erheben. Das bedeutet, Sie müssen dafür Geld zahlen, damit Sie das Geld auf der Bank letzten Endes dann behalten dürfen. Aber Sie haben ja keine Möglichkeit, das abzuziehen. Also müssen Sie es ja behalten und demzufolge müssen Sie es dann auch zahlen. Mit anderen Worten, das ist eine Art einer verdeckten Steuer, nicht?
Steuer heißt ja Leistung ohne Gegenleistung, das wissen Sie, das ist die Definition einer Steuer. Aber das wäre nur flüssiges Geld. Also das macht nichts, das spielt ja keine Rolle. Sie müssen es zahlen. Sie müssen es zahlen, dass Sie das dort behalten. Aber Sie haben keine Wahl, es dort zu behalten, weil Sie können es nicht abheben. Wenn es kein Bargeld gibt, können Sie es ja nicht abheben. Mit was denn? Mit Zigaretten oder was? Also, wenn Sie jetzt hier der Kiste in andere Gegenstände stecken, das Geld. Und ja, das ist ja, das ist ja wiederum was anderes. Das heißt, Sie müssen, genau, Sie müssen es ausgeben. Sie haben ja eine Möglichkeit, das auszugeben. So ist es. Ja, das ist nicht in dem Sinn ausgeben. Man kann es ja auch in andere Wertgegenstände. Ja, das ist ja ausgeben. Also entweder Sie verballern es oder Sie lassen es auf der Bank im Endeffekt jetzt hier nach und nach abschöpfen. Nicht? Das ist ja quasi eine Besteuerung. Also nur, dass Sie darüber sich im Klaren sehen, dass Sie das ja verstehen. Ne? Aber man sagt den Terrorismus und so, ne? Das ist auch geil. Ne? Dass man, mit Terrorismus kann man ja alles rechtfertigen. Nicht? Also, dass man sich am Flughafen ausziehen muss, das kann man ja auch sagen. Ne? Terrorismus, ja. Okay. Dann kriegt man ja natürlich auch, kann man ja keine Flüssigkeiten reinlegen, aber beim 23-Stunden-Flug nach Australien kriegt man dann irgendwie einen halben Liter Wasser für 4 Euro da reingedreht. Alles klar, und der Rest ist. Lassen wir das Thema lieber. Ja, ich habe manchmal dazu, dass ich mich da sehr schnell in sowas reinhänge. Okay, wie rechnen wir das aus? Also, wenn die Zinszahlung positiv ist, gehen wir davon aus, es wäre so. Also sprich, dass Sie dann Geld bekommen, wenn Sie das anlegen, anstatt dass Sie das dann quasi abziehen. Also Geld genannt. Das ist die Frage, wie berechnen wir das? Und Sie erinnern sich an diese Formel, und zwar, die ich Ihnen gegeben habe. Da schauen Sie von J gleich 0 bis plus unendlich, und zwar von Q hoch J, wenn der Betrag von Q kleiner als 1 ist. Jetzt gucken wir uns mal, ob der Betrag von Q kleiner als 1 ist. Wenn I größer ist als 0, schauen Sie, dann ist 1 geteilt durch etwas anderes, also was größer ist als 1, auf jeden Fall kleiner als 1. Dann konvergiert das dann. Okay? Und zwar gegen was? Und zwar gegen 1 geteilt durch 1 minus Q. Okay? Jetzt schauen Sie mal kurz, haben Sie noch ein zweites Problem hier, wenn Sie das ausrechnen wollen. Diese Summe hier, gucken Sie mal, die beginnt jetzt hier mit bei 0, diese hier beginnt bei 1. Das erste Summenglied aber hiervon, gucken Sie mal, wenn Sie jetzt hier das ausrechnen wollen, ist, wenn Sie jetzt hier für j gleich 0 setzen. Wenn Sie j gleich 0 setzen, ist der erste Summand immer 1. Das bedeutet, wenn Sie das jetzt hier von 1 beginnen lassen, dann können Sie das dann mit dieser Formel dann machen, aber dann müssen Sie dann 1 abziehen wieder. Verstehen Sie, was ich meine? Das heißt, ich schreibe das jetzt hier vielleicht mal kurz daneben, damit Sie dem folgen können. Also wenn die Summe jetzt hier von j gleich 1 beginnt, also q hoch j, dann müssen Sie von 1 geteilt durch 1 minus Q, müssen Sie dann noch 1 abziehen. Und den Grund habe ich ja genannt. Warum? Weil der J der Summand, also der J gleich 0 der Summand, jetzt hier dann, hier bald nicht mehr dabei ist, und der erste Summand jetzt hier, wenn Sie J gleich umsetzen, ist ja 1. Das heißt, diese Summe hier ist nur um 1 größer als die hier. Sehen Sie es? Ja? Okay? Ja? Also das bedeutet, ich kann jetzt hier dann damit dann knacken, gucken Sie mal, und dann mache ich das jetzt hier dann auch. Und zwar, das heißt, ich habe dann hier A mal, passen Sie auf, hierfür, mein Q ist ja 1 geteilt durch 1 plus I, das bedeutet, ich habe dann 1 geteilt durch 1 minus Q, Q ist ja dieses ganze große 1 geteilt durch 1 plus I, also 1 geteilt durch 1 plus I, und dann ziehe ich nochmal 1 ab. Ja, setze das in Klammern, weil das jetzt hier dann die Summe sein wird. Ja, so habe ich das jetzt hier dann quasi dann gelöst. Meine Damen und Herren, die Herleitung müssen Sie nicht drauf haben. Ich will jetzt hier einfach nur erklären, woher das kommt. So, dann machen Sie hier ein bisschen Kosmetik. Okay? Also als erstes rechnen wir mal den Nenner aus, jetzt hier bei diesem Pro. Den Nenner. Ja, also das lasse ich jetzt hier mal stehen, letztlich mal Nenner. Gucken Sie mal. 1 minus 1 geteilt durch 1 plus i. Wenn Sie den Bruch erweitern, steht hier oben 1 plus i geteilt durch 1 plus i. 1 plus i geteilt durch 1 plus i minus 1 geteilt durch 1 plus i gibt i geteilt durch 1 plus i. Können Sie dem folgen? Das bleibt jetzt im Nenner übrig. Dann steht hier oben noch eine 1 und dann ziehen Sie es nochmal von 1 ab. Alles klar? So, wenn Sie jetzt hier 1 durch 1 geteilt durch 1 plus i teilen, dann ist es das gleiche, als wenn Sie mit dem Kehrwert mal nehmen. Wenn Sie mit dem Kehrwert mal nehmen, haben Sie 1 plus i geteilt durch i minus 1 noch stehen. Ja, also 1 statt 1 geteilt durch 1 plus i geteilt durch i, rechnen Sie 1 mal
1 bis i geteilt durch i. Ja? Okay. Das, dieser Faktor 1 fällt weg. Nicht? Das heißt, Sie haben 1 bis i geteilt durch i minus 1. Wenn Sie das jetzt hier auf den gemeinsamen Nenner bringen, dann haben Sie 1 bis i geteilt durch i minus i geteilt durch i. Und 1 bis i geteilt durch i minus i geteilt durch i gibt dann als Ganzes 1 geteilt durch i. Also da kommt heraus a geteilt durch i. Okay? Das ist jetzt hier quasi der Gegenwartswert einer ewigen Annuität oder einer ewigen Rente, wenn man es hier so sagt. Okay? Also beantworten wir vielleicht mal aus Sicht dieser Frage jetzt hier mit Michael Jackson. Stellen Sie sich mal vor, jedes Jahr gibt es 100 Mille, bar auf die Hand. Und das bis alle Ewigkeit. Bei einem Zins von 5%, jetzt mal zu vereinfachen, was würden Sie heute bereit sein, dafür auf den Tisch zu legen? Gut, das Problem schätze ich für Sie vielleicht nicht, aber vielleicht für Sony. Wenn Sony zum Beispiel die Rechte jetzt hier von Michael Jackson erwerben möchte, was würden Sie bereit dafür sein zu zahlen? Also wie gesagt, jedes Jahr konstante Zahlung von 100 Mille. 5%iger Zins. Was würden Sie dafür bereit sein, heute zu zahlen? Hm? Ein bisschen mehr. Wie gesagt, 100 Millionen gibt es jedes Jahr. Zinszahlung von 5%, also das 20-fache. Ja? 20-fache heißt 2 Milliarden würden Sie dafür zahlen. In der Tat, ne? Okay? Alles klar? Gar nicht so viel, wie man vielleicht denken würde. Gut, das liegt natürlich an der Zinssammlung, ist klar. Ja? Also das heißt, für 2 Milliarden könnten Sie, gehen wir mal davon aus, dass ich sage, was ich sage, nämlich stimmt, könnten Sie letzten Endeffekt die App-Rechte jetzt hier von Michael Jackson kaufen. Das wäre der Preis dafür, den Sie zur Freude dafür zahlen wird. Ja? Wenn man davon ausgeht, dass es jedes Jahr 100 Millionen, also eine Halbzahlung von die Höhe von 100 Millionen gibt und einen Zinssatz von 5%. Wenn man davon ausgehen kann. Okay? Gut. Ja, dann eigentlich war es das ja schon fast. Und zwar, ja gut, da fehlt jetzt hier eigentlich noch Kapitalwert an Investitionen, aber das ist jetzt hier etwas, was ich dann vielleicht irgendwie Ihnen dann die Beispiele dann rechnen würde, weil damit können Sie das, kommen Sie eigentlich auch ganz gut über die Runden. Das war eigentlich schon. Ja? Okay? Alles klar? Also, ich habe jetzt nur noch 5 Minuten Zeit. Bevor ich jetzt ein neues Thema anfange, fange ich über gar nichts an. Und dann habe ich jetzt hier vielleicht mal auch die Videos fertig. Also dann vom letzten Mal und vom jetzigen Male. Vielleicht schaffe ich das dann in Vietnam, das dann über dem Dorting-Server das dann hochzuladen. Weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht versprechen. Aber das wäre natürlich cool. Ja? Okay? Haben Sie Fragen dazu? Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten, den Herleitungen zu folgen. Gut. Vielleicht ein Tipp, was man da. Das liegt vielleicht daran, dass Sie, was das angeht, vielleicht noch, also wenn ich das mal anmerken darf, das ist ja so ganz normal, dass man da vielleicht ein bisschen unbeholfen ist. Wenn man aber, die Herleitung müssen Sie ja nicht letzten Endeffekt selbst konstruieren. Das heißt, es wird nicht von Ihnen erwartet, dass Sie das selbst herleiten. Was eigentlich nur wichtig ist, ist im Prinzip jetzt hier das Ergebnis. Sprich also zum Beispiel der Barwert einer ewigen Rente, also oder Gegenwartswert, Annuität geteilt durch den Zinssatz. Das reicht, wenn Sie sich das merken, Sie müssen ja die Herleitung nicht können. Sie müssen ja quasi auch hier nicht wissen, warum zum Beispiel der Gegenwartswert einer Annuität jetzt hier dann a mal 1 bis i hoch n minus 1 geteilt durch i mal 1 geteilt durch 1 bis i hoch n ist. Das müssen Sie nicht wissen. Ja. Die Erklärung aber dafür liefert nur die entsprechende Herleitung, wenn ich das jetzt hier da gemacht habe. Und die Herleitung habe ich nur deswegen gemacht, damit man das ganze Zeug mit den Reihen und Folgen und so weiter jetzt hier nochmal ein bisschen übt. Denn die Punkte, die ich jetzt hier dann gemacht hatte, oder die Sachen, die ich jetzt hier dann ausgenutzt hatte, zum Beispiel jetzt hier die Summenformel für geometrische Reihen, die haben wir nämlich auch gemacht. Das heißt, das hatten wir nämlich auch hergeleitet. Verstehen Sie? Das heißt, das hier, was wir jetzt nämlich gemacht haben, habe ich jetzt hier benutzt, um von das, also von dem, das jetzt hier zu machen.
sodass jetzt hier dann diese Formel dann herauskommt. Verstehen Sie? Das war eigentlich der einzige Grund. Das heißt, wenn Sie die Herleitung quasi jetzt hier nicht in der Zeit folgen, wie ich das jetzt hier dann vortrage, dann ist es nicht unbedingt Ihre Schuld. Aber vielleicht, wenn Sie das nochmal nachvollziehen möchten, hier sind nochmal quasi die Hinweise, von, wie ich von da nach da komme zum Beispiel, weil das ist nämlich das Einzige. Das können Sie dann nochmal in Kapitelfolgen rein nochmal nachvollziehen. Also quasi aus diesem Kapitel. Das ist auch zum Beispiel der Grund, warum ich das jetzt hier gemacht habe. Ne? Also Sie sehen ja gerade, ohne Mathematik ist die Finanzwelt ja am Arsch, ja, wenn ich das so sagen darf. Ja. Okay, das funktioniert einfach mal so. Und ich hätte natürlich auch, um Sie quasi jetzt hier von Anwendungsseite her dann auch sagen können, okay, die Frage ist, was ist zum Beispiel der Zukunftswert der Annuität? Berechnen Sie es halt damit, ja. Aber dann hätte man jetzt hier vielleicht nicht nachvollziehen können, woher diese Formel dann kommt. Das versteht man erst, wenn man die Herleitung macht. Und deswegen habe ich jetzt hier auch auf die Herleitung bestanden. In diesem Fall aber die Herleitung wird man sie jetzt hier nicht mehr so. Okay? Also ich könnte Sie vielleicht an dieser Stelle beruhigen. Ja, okay? Vielleicht, wenn Sie das verstehen wollen, dann können Sie nochmal das Video dazu angucken oder vielleicht nochmal Kapitel 5 und 3 nochmal ein bisschen aufbereiten. Ne? Also das Einzige, was man hier wissen muss, ist das hier. Und um das nachzuvollziehen. Und das habe ich auch gemacht. Das hier. Ja? Das hier. Das und das hier. Mehr habe ich ja nicht benutzt. Okay. Schauen Sie sich vielleicht mal als Hausaufgabe in den nächsten zwei Wochen die Zusatzübungen an. Und zwar bis zu diesem Kapitel. Ne? Das würde mich freuen, wenn Sie das auch bereiten würden. Ja? Vielleicht auch gerade zu diesem Thema Finanzen. Wo findet man denn die Zusatzübungen? Die findet man bei mir verlinkt auf den Videos. Okay. Okay, also das heißt, ich habe da unten einen Link platziert oder oben rechts, da gibt es so ein. So ein Zeichen, das ist so ein I, so ein Informationszeichen. Ihr Video ist es dann eigentlich drin, klicken Sie mal da drauf. Und dann wird ja quasi dann das Skript für die Zusatzübung dann nochmal erscheinen. Ja? Okay? Ja, das ist das bitte danach. Und dann sehen wir uns wieder nach den zwei Wochen, wo ich dann, nachdem ich aus Vietnam zurückkomme. Ich hoffe, ich komme zurück. Also wenn ich nicht da bin, dann wissen Sie, ich bin nicht zurückgekommen. Alles klar. Bis dann. Ne? Thank you.